Ihr habt es richtig gesehen. Eine drei Stunden creepy pasta lunch Reaction. Freunde, wir gehen mal wieder rein in eine der längsten Reactions auf dem ganzen Kanal. Einfach, weil wir straight up, keine Ahnung, lebensmüde sind oder so. Der ganze Videospiel Eisberg erklärt 180 Mythen creepy pasta lunch ohne Gnade auf deinen Nacken. Let's fets. Holt euch was zu trinken. Am besten Holy, holt euch was zum Essen. Und äh, was geht hier ab? Wann kann man eigentlich die letzte Folge Videospielen mit mir raus? Boah, krankes Intro. Warte, ich geb den Chat mal weg. Vor sieben Jahren, oder? Oh. Oha, Bruder, eigenes Intro. Und damit herzlich willkommen zu dieser hallo, neuen hallo. Ausgabe der Videospielmythen. Wobei das hier eigentlich keine normale Folge der Videospielmythen ist. So Denn extra statt einfach nur über fünf Videospielmythen wie früher zu sprechen, möchte ich heute mit euch den gesamten Videospielmythen-Eisberg durchgehen. Okay, okay. Was ist da unten? Zunächst einmal, was ist ein Eisberg? Laut Google ist das ein von einem Gletscher abgebrochene im Meer schwimmende Eismasse mit aus dem Wasser herausragender Spitze. Bruder, das ist natürlich ein oder? Eisberg, aber hilft uns nicht genau weiter. Was genau ist ein Eisberg-Video? Oh. Und was genau ist jetzt ein Video, wie wir es machen wollen über den Videospielmythen-Eisberg? Was war das jetzt für eine Erklärung? Das Ganze funktioniert wie ähnlich wie bei einem Eisberg. Gibt es ja eben eine Spitze, die man oben sehen kann, aber wir die lesen. größte Masse des Eisberges ist eben unter Wasser versteckt. Ein Eisberg, der aus dem Wasser ragt und sehr ja, ist klein aussieht, kann unten drunter eine gigantische Eismasse haben. Ja, das ich den Frauen auch darum über. geht es eben heute auch. Wir werden über die unterschiedlichsten Mysterien reden, die allerdings immer und immer skurriler, immer und immer und immer gruseliger und seltsamer werden. Am Anfang werden wir eben über die Oberfläche sprechen, die erste Ebene, ja, ist ja nicht Eis, Mysterien gibt, ist im die Himmel. ihr vielleicht schon einmal gehört habt oder von denen ihr irgendetwas wisst. Doch je weiter wir in diesem Videospielmythen-Eisberg runtergehen, desto gruseliger und seltsamer werden die Videospielmythen, von denen einige tatsächlich wahr sind. Also, ich bin mir der zu 100% sicher, dass ihr sehr viele Mythen heute hören werdet, die ihr noch nicht kennt. Und diese. Also der erste, der, der gruseligste Mythos, der mir jetzt spontan einfällt, ist dieser Ben-Drowned-Mythos. Der ist das Safe auch drinnen. Ben-Drowned und Hero Brian. Das hat meine Kinder einfach... Dieses Video war deutlich, deutlich, deutlich aufwendiger, als ich es erwartet hatte. Normalerweise mache ich das nicht, aber weil dieses Video so unfassbar aufwendig war, würde es mich sehr freuen, wenn ihr das Video liked, wenn es euch gefällt. Ja, oder Bruder, zwei Stunden 700.000 Aufrufe. Ich glaube, das hat sich in einem oder es teilt. Ich glaube, es sehr viel Aufwand war und es mir zeigt, dass euch das Video gefällt und ihr mehr davon wollt. Aber jetzt ohne weiter darüber zu reden, lehnt euch zurück und viel Spaß mit ungefähr 180 Mythen. Let's Hier go! Ey, Let den ersten schon gecallt, Alter. Den ersten schon gecallt. Und der nächste Ben drowned oder was. Aber gut, der ist auch der offensichtlichste. Finden ne? sich die bekanntesten Videospielmythen, die vermutlich die meisten schon irgendwo mal gehört haben. Hero Brian ist ein perfektes Beispiel davon. In einem Eintrag, der auf 4chan am 13. August 2010 er. erschienen war, berichtete ein Minecraft-Spieler davon, dass er vor kurzem ein neues Spiel gestartet hatte, in dem merkwürdige Dinge passierten. So hatten ganze Wälder auf einmal keine Blätter mehr und hin und wieder tauchten gruselige Steinformationen und Pyramiden in der Welt auf. Das Gruselige. Irgendwer, ganz kurz, irgendwer muss ein Counter machen, wie oft der gruselig sagt. Nächstes war aber, dass er einen anderen Spieler in seiner Singleplayer-Welt gesehen hatte. Es war ein Steve Skin mit komplett weißen Augen. Dies war Hero Brian. Ein angebliches Wesen, das in Minecraft eingebaut ist und die Macht hat, Singleplayer-Welten zu besuchen. Und Nach dem ja. ersten Hype stellte sich damals aber heraus, dass an dieser ganzen Legende in Wahrheit nichts dran ist. Bigfoot in GTA San Andreas. Boah, aber in GTA San Andreas gibt's legit UFOs. Ich habe damals, damals eins gesehen mit meiner Schwester. Ich sage euch, wie das war. Weil viele Leute haben mir das wirklich nicht geglaubt, aber es ist legit 100%. Und wenn ich ich verteidige diese Story mit meinem Leben. Ich bin in GTA San Andreas gab es einen zwei Spieler Koop Mode und das war aber nicht so Splitscreen, sondern das war die Kamera war so schräg von oben. Das war richtig der blöde Modus. Und wir sind auf einem Quadbike beim äh, Mount Chiliad gewesen. Das ist dieser fette Berg. Und wir sind auf dem Berg so entlang gefahren und auf einmal fliegt da ein UFO straight neben uns vorbei. Ich habe extrem viele Stunden in dieses Spiel investiert. Ich habe noch nie ein UFO gesehen. Aber das ist einmal was. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe auf Pause gedrückt, weil ich wollte in dem Moment die Cheatcodes. Ich habe damals, äh, mein Opa hat mir das ausgedruckt, so Cheatcodes immer auf so A4, äh, also Zetteln drauf gehabt und wollte den Autos Fliegen Cheatcode suchen, damit ich dem UFO hinterherfliegen kann. Und dann habe ich den rausgesucht und meine Schwester so, ey, warum hast du auf Pause gedrückt? Warum hast du auf Pause gedrückt? Und ich so, ja, ich wollte den Code rausfinden, ne? Und dann habe ich den den Zettel so rausgenommen und äh, war so bereit den Cheat Code einzugeben und dann habe ich wieder auf weiter gedrückt und das UFO war weg. Bruder, Bruder, ich schwör, ich schwör auf mein ganzes Leben, UFOs in GTA San Andreas existieren. Aber Bigfoot, Bigfoot in nicht. GTA San Andreas besagt, dass in den Wäldern von San Andreas angeblich <laughs> der legendäre Affenmensch Bigfoot existieren soll, den man mit viel Glück auch antreffen kann. Damals gab es auf YouTube Dutzende Videos und auf Foren wurden Dutzende Bilder gepostet, die die Existenz von diesem Wesen bewiesen hatten. Ja, ja, Doch all diese Videos stellten sich später als Fakes heraus, denn tatsächlich gab es so ein Bigfoot nie in dem Spiel. Erst hey, sei, in GTA 5 wurde Bigfoot als Mission hinzugefügt. L is real 2401 in Super Mario 64 gibt es eine Statue von einem Stern in einem Brunnen. Auf einer Steinplatte steht ein schwer zu lesender Text, der von manchen Leuten als L is real 2401 gewertet wurde. Spieler vermuten, dass dies so viel bedeutet wie Luigi is real und darauf hinweist, dass man Luigi in dem Spiel irgendwie freispielen könnte. Es gab viele Theorien, wie das Ganze gehen sollte, doch durch eine Mitteilung von Nintendo stellte sich heraus, dass es sich hierbei nur um einen Scherz der Entwickler handelte und Luigi war nie in dem Spiel enthalten gewesen. LOL Missing Number Missing Number oder Missing No ist ein Pokémon, das man in Pokémon Rot und Blau fangen kann. Es taucht auf, wenn man in Vertania City sich das Fangtutorial anguckt und dann bei der rechten Küste der Tsunobar-Insel schwimmt. Dort taucht ein seltsamer Sprite eines gruseligen Wesens auf. Dieses Ding ist echt und es handelt sich um einen Glitch, der auftritt, weil das Spiel versucht, dir das letzte Pokémon anzuzeigen, das du gesehen hattest. Da es sich hierbei aber um ein Hornlio handelt, das du in einem Tutorial gesehen hast, weiß das Spiel nicht genau, was du gesehen hast und zeigt deswegen ha. stattdessen dieses völlig zerstörte Bild. LOL Mew unterm Truck bei der SSN in Pokémon kann man mit Surfer ins Wasser gehen und findet außerhalb des Sichtfeldes einen Truck. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich wünschte, ich hätte damals Pokémon gespielt, weil so viele Leute so geile Erinnerungen dran haben. Aber ich habe das nie gespielt. Ich hatte irgendwann später mal einen Game Boy und da hatte ich so ein paar Spiele drauf, aber das waren jetzt keine heftigen. Und so am DS habe ich das auch nie gespielt und dann hat es mich auch gar nicht mehr interessiert. Und dann ist Pokémon Go rausgekommen und da habe ich auch nicht mitgemacht, einfach weil so, ich habe das. Ja, ich habe es wirklich. Ich habe es nie gespielt. Ich habe damals äh, COD gespielt. Also Real Talk, äh, das allererste COD, was es gab. Also das, das allerallererste. Und ich weiß doch, da habe ich dann damals mit meiner... Ähm, also ich hatte keine Ahnung, wie man das richtig spielt und so. Und es war Team Deathmatch. Und ich bin immer... Zu den Gegnern rübergelaufen und hatte einen Nade in der Hand und bin dann dort explodiert quasi. Und dann habe ich mich immer gefreut, welchen ich einen Kill gemacht habe, obwohl ich halt meinem Team voll geschadet habe, indem ich mich die ganze Zeit selber umbringe. Dieser Truck ist seltsam platziert, weil man ihn eben normalerweise nicht sehen kann und deswegen fragten viele Spieler sich, was er dort zu suchen hatte. Laut einer Legende kann man Stärke bei dem Truck einsetzen und dann das 151. Pokémon Miw fangen. Doch dieses Gerücht stimmt leider nicht. Minuswelt. In Super Mario Bros. gibt es einen Glitch, wodurch man durch eine Wand hindurchkommt und dann wie eine Röhre runter kann. Tut man dies, taucht der Text auf Minus 1 Welt oder World Minus one Dies ja. ist die sogenannte Minuswelt und wirklich viel mehr gibt es dazu jetzt nicht zu sagen. Das war Sachsen. ET Atari Landfill. Im Jahr 1982 Ach, das veröffentlichte Atari ein ET, der außerirdische Spiel. Und dieses Spiel gilt bis heute als eines der schlechtesten Spiele, die es jemals gegeben hat. <laughs> dieses Spiel wurde damals so wenig verkauft, so wenig Leute interessierten sich für das Spiel, dass mehrere Tausend Module, die schon vorproduziert waren, einfach im Jahr 1983 in der Wüste von New Mexico vergraben wurden. Dieser Vorfall wird als Atari Landfill bezeichnet. Ach so, ich dachte, das ist Fake. Pusten. Wir alle haben als das ist ein Mythos. Na sicher bringt das was. Na sicher. Das funktioniert auch jetzt noch bei Kabeln oder so. Kinder mit unseren Gameboys, Nintendo DS oder anderen Konsolen das gleiche gemacht, wenn sie nicht funktionierten. In Wir haben Pusten. hineingepustet und wie von Zauberhand funktionierte es danach wieder. Nachweislich hatte das Pusten allerdings keine wirkliche Wirkung darauf, ob das Spiel danach ging oder nicht. Vielmehr noch warnte Nintendo sogar davor dies zu tun, da das Pusten die Spiele beschädigen könnte. Ja, schon, ja. Lavender Town. So. Ja, ey, das sind Fussel drin, drin, aber dann sind halt immer noch Fussel drin. Angeblich gab es früher einen Loy. schrecklichen Vorfall, bei dem Kinder in Japan, die die originale Version von Pokémon Rot und Grün gespielt haben, sich das Leben nahmen, nachdem sie die Stadt Lavender Town oder Lavandia auf Deutsch besucht hatten. Der Grund war die Musik, die in dieser Stadt existierte. Ah, das kenne ich. Eine Musik, die scheinbar unterbewusst die Kinder dazu brachte, schreckliche Dinge zu tun. In späteren Versionen des Spiels musste die Musik daher geändert werden. Zwar stimmt es, dass die Musik in den Pokémon-Spielen später nochmal geändert wurde, diesen Vorfall, der aber immer wieder beschrieben wird, hat es allerdings nie im Zusammenhang mit den Pokémon-Spielen gegeben. Diese Legende, dieser Mythos, gilt als widerlegt. Ich denke mir auch so oft, irgendwer bei so creepy Musik, irgendwer ist einfach in so einem Tonstudio drinnen gesessen. Und hat es so komponiert und dann hat er sich so gedacht, Digga, Banger. Hidden Place Zone. In einem Screenshot von Sonic the Hedgehog 2 wurde eine Ach. besondere Zone gezeigt, die später im Spiel nicht verfügbar war. Dies lag daran, dass dieses Gebiet später gelöscht wurde. Spieler versuchten jedoch trotzdem, dieses Level irgendwie zu erreichen und hatten unterschiedlichste Ideen, wie das Ganze klappen sollten, doch keine dieser Ideen funktioniert. Sie tauften diese besondere Zone, die irgendwo mal angeteased wurde als die Hidden Place Zone. Diablo 2 q Level. Wenn ihr ah, in Diablo 2 ein ja, Portal mit ganz kenne ich von äh, Juice, von Juice Video. Na sicher, da man lernt nie aus. Items baut, könnt ihr durch dieses Portal in eine neue Welt reisen. In dieser Welt gibt es eine kleine Zone, wo Kühe auf zwei Beinen laufen und bewaffnet sind. Diese Kühe oder Minotauren oder wie man sie nennen will, greifen den Spieler dann sofort an, wenn sie ihn sehen. Es Beste. gab immer tausende Gerüchte über dieses Level. Manche Leute vermuteten, es wäre ein simpler Fake, andere sagten, es ist tatsächlich möglich. Screenshots im Internet sollten die Existenz beweisen. Und tatsächlich ist das Q-Level echt. Ja, ja. aber das ist ja, also falls ihr es nicht gesehen habt, das ist ja anhand von einem Joke entstanden. Irgendwer hat das in Diablo 1 hat jemand gesagt, so ja, es gibt diesen Q-Level. Und das ist dann so groß geworden, dass die das einfach in dem zweiten Teil einfach for real eingebaut haben. Finde ich aber richtig geil, ich liebe sowas. Duck Hunt, Hund abschießen. In dem Spiel Duck Hunt muss man Enten, die aus dem Gras fliegen, abschießen und ein Hund sammelt die Enten dann ein. Es gab immer das Gerücht, man könnte den Hund selbst auch irgendwie abschießen. Und dies stimmt tatsächlich. Wenn der Hund hochspringt aus dem Gras, weil man daneben geschossen hat, ist es möglich, den Hund selbst zu treffen. Er wird daraufhin mit einer Krücke und Verbänden vor das Gras gehen und sich beschweren und dann ist <laughs> das Spiel vorbei. Sich beschweren. Ocarina of Triforce. Jason, Hierbei geht es darum, dass man angeblich laut Screenshots in der Lage ist, das Triforce im Spiel Ocarina of Time zu enthalten. Viele Spieler haben dies versucht, jedoch ohne Erfolg. Das Triforce ist in dem Spiel nicht so drin, dass man es irgendwie freischalten kann. Die Screenshots im Internet sind simple Fakes. Pokeball Knopf drücken wenn man ein Pokémon fangen will, gab es viele unterschiedliche Techniken. Manche drückten wie verrückt den A-Knopf, andere hielten B gedrückt und wieder andere klickten die Pfeiltasten schnell von links nach rechts, alles in der Hoffnung, dass dies die Chance erhöht, Pokémon zu fangen. Doch dies sind nichts weiter als Gerüchte. Eine genaue Analyse des Spiels hat ergeben, dass das Ganze nicht funktioniert. Na schau, Krypto, du hast schon geglaubt, du hast schon geglaubt. Ja, yes, das ist ja das Gleiche wie damals mit den Mystery-Boxen bei äh, Black Ops Zombies. Da hat es auch solche Dinge gegeben, ja, du musst die Mystery-Boxen, ne? Also wo du, du zahlst 950 Coins, 950 Öcker und dann musst du irgendwie, hier, gehst hin und dann knifest du einmal und dann drehst dich einmal im Kreis und dann machst du einen Salto und dann, keine Ahnung. Boah, das war schon sick. Also meine Favorite Map in Black Ops Zombies war entweder Transit oder Transit oder Buried. Also Buried. Buried ist heller fucking geil. Das ist so eine DLC Map in. Ich glaube Black Ops 2 war das. Ja, Black Ops 2. Die war richtig sick. Und ich weiß noch, früher waren wir so jung. Da hatten wir immer Angst, wenn du alleine Zombies spielst. Wenn du Black Ops 1 durchgespielt hast, ich weiß nicht, wie es bei Black Ops 2 war, dann bist du automatisch auf 5 gespawnt, auf dieser einen Zombie-Map im Pentagon. Bruder, ich hab mich so angeschissen. Mount Chilliard Mystery. Äh, auf äh, dem höchsten äh, Berg in GTA 5, dem Mount Chilliard, gibt es einige seltsame Markierungen, die ungeklärt bleiben im Spiel. Viele dachten, dass es sich hierbei um ein Rätsel handelt, und sie hatten tatsächlich recht. Wenn man einige Dinge im Singleplayer-Modus erfüllt, aktiviert man das Mysterium und man kann sogar auf diesem Berg ein riesiges UFO sehen, das auf einmal erscheint. UFO, aber wie gesagt, drei, sechs, dies passiert eins. nur im Singleplayer-Modus. Es war cool. Dark Redman: Dark Redman ist eine Person, die aus dem Spiel Portal stammt, jedoch nie direkt im Spiel auftaucht. In Portal 2 kann man hin und wieder seltsame Orte finden, die scheinbar mal jemand als Versteck benutzt hat. Es finden sich an diesen Orten Zeichnungen an den Wänden und Essensreste, die auf dem Boden verteilt liegen. Der Nutzer dieser seltsamen Räume war Doug Redman gewesen, der sich in der Facility von Portal 2 versteckt hielt, weil er es geschafft hatte zu überleben. Es gibt eine ganze Comicreihe über seine Geschichte. Hell Valley Sky Trees. Portal war auch ein richtig geiles, geiles Spiel. In der fünften Welt von Super Mario Galaxy 2. Und ganz kurz, ich finde es schade, dass es auch nicht mehr im Play Store gibt. Ich wollte das damals auf der PS4 oder auf der PS5 wollte zocken und es gibt es aber gar nicht mehr. Das finde ich echt schade. Kann man zum Himmel hinaufgucken und wird auf einem Berg seltsame, ja! geisterförmige Silhouetten Das kenne ich von Ai Blali. Was diese Wesen oben auf dem Berg sind, weiß niemand so genau. Manche vermuten, dass es sogenannte Baumgeister sind, sprich einfach nur Bäume und Leute sahen sie eben aus der Entfernung als Geister. Sie sollen einfach nur auf den Spieler hinabgucken bzw. ein wenig die Gegend verschönern, während andere der festen Überzeugung sind, dass es tatsächlich echte Geister sind, die dort auftauchen. Tolle Verschönerung. Man weiß es nicht genau, aber die Legende ist definitiv echt. Lumio's City Ghost in Lumio City in Pokémon X und Y kann man mit dem Fahrstuhl ein Hochhaus hinauffahren und wird dann ein seltsames Mädchen dort antreffen, das plötzlich wie aus dem Nichts hinter einem auftaucht. Dieses Mädchen schwebt dann um einen herum und sagt nur, dass man nicht der Richtige sei, bevor sie dann auf einmal wieder plötzlich verschwindet. Diese gruselige Geistergeschichte von einem seltsamen Mädchen ist tatsächlich echt und man kann das Ganze in Pokémon X und Y nachspielen. Mario Party Anti-Piracy Screens. Früher wurden Videos auf YouTube hochgeladen von angeblichen Bildern, die man angezeigt bekommt, wenn man eine illegale Kopie von Mario Party spielen will. Boah, ich hab ich will mich das so anscheißen, welchen ein Kind wäre und dann this is a serious crime. Dieser Bildschirm würde Mario und die anderen Charaktere des Spiels hinter Gittern zeigen. Sie sehen dann relativ traurig aus und das spielt halt einem mit, dass es eben nicht gut ist, Sachen zu klauen bzw. Spiele zu piraten und dass man sofort das Gerät ausmachen soll. Damals größter Herzinfarkt, wenn du als Kind auf deinem Handy auf dieses Internet-Symbol geklickt hast, weil du dann dachtest, dass jetzt deine Eltern so voll viel Geld zahlen müssen. Diese Videos und Bilder, die im Internet verbreitet wurden, waren allerdings nur gut gemachte Fakes. Die Screenshots waren nie echt. Petscop. Petscop ist ein Videospielmythos, das auf YouTube entstanden ist. Es geht hierbei um ein Spiel, das nie wirklich existiert hat, aber das jemand auf YouTube Let's Playt. Bei diesem Spiel passieren viele gruselige Dinge und man findet heraus, dass die Seele einer echten Person irgendwie in dem Videospiel gefangen wurde. Das Spiel existiert zwar eigentlich nicht, also es ist eigentlich nicht echt, aber es ist trotzdem ein sehr interessantes Mysterium, das man hier auf YouTube nachgucken kann. Ja, aber das sagt mir auch was. Polybius. Polybius ist eine angeblich früher ah, mal existierende Arcade-Konsole, die von der amerikanischen Regierung erschaffen wurde. die dreckigste Konsole ever. Ein Joystick und ein Knopf. Imagine, du hast ein Gerät, das ist wahrscheinlich zwei Meter groß. Und dann so, ja wie wär's mit einem Knopf? Und dafür sorgte, dass Spieler anfingen zu halluzinieren oder Albträume bekamen. Manche sollen sogar, nachdem sie mit Polybius gespielt haben, ihr Leben beendet haben. Es gibt einige Artikel im Internet, die von dieser Spielekonsole sprechen, sowie einige Fotos, die scheinbar gemacht wurden. Doch bis heute konnte die Existenz dieser Konsole nie bestätigt werden. Man geht davon aus, dass es sich hierbei lediglich um einen Fake handelt. Dies war jetzt die oberste Ebene, sprich die Mysterien, die ihr alle vielleicht schon mal gehört habt oder wo ihr einige von kanntet. Als nächstes kommen wir dann zur nächst tieferen Ebene, eine Ebene, wo gruseligere Mysterien auftauchen und Dinge, die ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt, zumindest ja, einige. ja, ja, okay. Every okay. copy of Mario 64 is personalized. Diese Theorie machte vor gut einem Jahr im Internet die Runde. Es geht darum, dass Spieler von dem N64-Spiel Super Mario N64 bemerkt hatten, dass ihre eigene Kopie des Spiels anders ist als die von zum Beispiel einem Freund von ihnen. Dadurch entstand die Idee, dass in den Spielen eine Art künstliche Intelligenz existiert, die sich dem Spielverhalten und Können des Spielers anpasst und das Spiel dahingehend verändern kann. Zusammen damit sollen immer wieder gruselige Dinge in den Spielen aufgetaucht sein, die die KI scheinbar selbst entwickelt hat. Zum Beispiel erlebte ein Spieler, wie ein riesiger Wario-Kopf ihn durch einen Gang jagte. Der Wahrheitsgehalt dieser Theorie ist schwierig zu bestimmen. Es gibt keine klaren Beweise, die für die Existenz dieser KI sprechen, doch die Vielzahl an unterschiedlichen Erlebnissen und teilweise Videobeweisen ist erheblich, und somit könnte an der ganzen Theorie tatsächlich was dran sein. Lol. Revive. Glaube ich ja. Also ich glaube es jetzt nicht. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass die unterschiedlich, dass es dann vielleicht unterschiedlich schwierig wird. Das kann ich mir vorstellen. Aber das, das ist so ein Variokopf-Spawn. Das hat ja nichts zu mit der Story zu tun. Aerith ist ein sehr beliebter Charakter aus Final Fantasy VII, der relativ spät im Laufe der Geschichte stirbt. Der Tod Aerith war ein Schock für viele Fans gewesen, die sich wünschten, sie irgendwie zurückholen zu können, und relativ schnell gab es damals im Internet viele Gerüchte und Wege, wie man es eben hinkriegen kann, dass sie wieder lebt. Auf unterschiedlichste Arten und mit geheimen Bosskämpfen sollte sie zurückkehren, doch am Ende stellte sich leider heraus, dass das alles nur Gerüchte waren. John Doe. Bei John und Jane Doe handelt es sich um einen Mythos Was? aus Roblox. Geil, Alter, da bin ich jetzt. Da, 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 da läuft es mir halt richtig kalt den Rücken runter. Als ehrlich. Roblox entwickelt ich das sehe. wurde, erstellten die Macher zwei Test-Accounts namens John und Jane Doe. Roblox. Dies sind Namen, die normalerweise unidentifizierbaren menschlichen Körpern gegeben werden. Ich habe erst heute gedacht an dieses fucking. You're such a fucking hoe. I love it. Na ja, genau, genau. Kanye West, Kanye West, Bruder, so episch. Im Jahr 2017 kam es dann zu Gerüchten und Videos, dass scheinbar diese offiziellen Testaccounts von Hackern übernommen wurden und diese nun die Chance hatten, die Kontrolle über Roblox zu übernehmen. Sie konnten angeblich cheaten, weitere Leute und Lobbys hacken und vieles, vieles mehr. Es stellte sich dabei aber relativ schnell heraus, dass dies nur Lügen gewesen sind, die von Roblox-Youtubern gemacht wurden, der. in der Hoffnung, so Klicks zu generieren. Bruder, die, die Roblox-Community, die ist einfach heftig, oder? Stop and Swap. In Banjo und Kazooie gab es ein Gerücht, das sich eine lange Zeit lang hielt, denn es gab eine seltsame große Tür in Gruntildas Lair, die man angeblich irgendwie öffnen konnte mit Hilfe von mysteriösen Eiern und einem großen Schlüssel. Tatsächlich ist dieses Gerücht wahr, jedoch nur so halb. Denn hierbei handelt es sich um ein Feature, das es nie ins Spiel geschafft hatte, aber das eigentlich genauso wie das Gerücht lautete, funktioniert hätte. Das heißt, theoretisch haben die Leute recht, aber es ist nicht im Spiel erreichbar. LOL. Redman in GTA 4. In GTA soll es ja ein. Bruder, das sieht creepy aus. GTA 4 habe ich auch lange gespielt. Aber ich finde GTA 4, es war ein gutes Spiel, aber im Vergleich zu San Andreas, San Andreas hatte einen extremen Spaßfaktor und du konntest ziemlich viel Bullshit machen. GTA 4 war sehr realistisch und GTA 5 hat das meiner Meinung nach wieder so vereint. Also es war eher, eher realistisch, aber mit sehr viel so Spaßfaktor so gemischt. Also du kannst halt auch sehr viel Bullshit machen und so. Aber GTA 4... Und war auch ein sehr nice Spiel, soll ich euch ehrlich Einige gruselige paranormale Kreaturen geben. So gab es die Theorie, dass es in GTA 4 zum Beispiel den Redman geben soll. Eine Kreatur, die halb Mensch und halb Ratte ist und unterirdisch in einem heruntergekommenen u bahn schacht zu finden ist. In manchen Versionen dieses Mythos heißt es, dass es sich hierbei nicht um einen Menschen bzw. eine Menschratte handelt, sondern einfach um einen Obdachlosen, der extrem schnell rennen kann und vor dem Spieler flieht. Wenn es dazu kommt, dass man eben diesen Redman findet, dann greift dieser eigentlich sofort den Spieler an <laughs> Redman ist gleich Wiener und schreit dabei ja. immer wieder den Satz "Oida, schleich dich, Alter! Ich bin, bin der mit. Redman. Während dieses Gerücht ziemlich weitläufig ist er, er schreit immer wieder den Satz, Alter, haust hier und mit ins Hirn geschissen? Schleich dich von meinem Grundstück! Des und einer Werbung, die mit Tests an Labormäusen zu tun hat hat es so einen Redman in GTA niemals gegeben. Yeah, Und die kursierenden Bilder sind nur gut gemachte Fakes. Gegas ist eine Metaphor for Abortion. Das Folgende ist weniger ein Gerücht oder Mythos als eine Theorie. Im okay. Spiel Earthbound aus dem Jahr 1994 gibt es einen Endgegner namens Gegas. Das Besondere an ihm ist, dass er die Form eines weiblichen Uterus besitzt und in seiner finalen Form sogar die Umrisse eines Babys im Mutterleib zu sehen sind. Das ist das? Erkennt ihr da irgendwas? Ich sehe, also ich sehe diese ich seh so Geistergesichter hier. So, uh, aber hä? Da die Spieler diesen Endboss besiegen müssen, sind viele Spieler davon ausgegangen, dass das Ganze eine Art Metapher ist. Ah, ja, 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 ja. Jetzt sehe ich es auch. Das ist der Kopf. Danke dir, danke dir. Das ist die Nase. Das Kind schaut quasi so nach links. Hier ist der Mund und so. Das ist das Ohr. Und das, und das ist so der Körper. Hier liegt es so. Ah, ja, ja. Und das ist was? Der Schlong. ist, die für die Abtreibung von Gigas steht. Ob das Namen Ganze Schmerz? so stimmt oder zu viel reininterpretiert wird, kann man nicht genau sagen, aber es könnte etwas dran sein. Ja, da muss wirklich langes Infinite. Siehst. Fun is Infinite ist eine geheime Botschaft, die im Spiel Sonic CD gefunden werden kann, wenn man in einem Menü zum Codes eingeben den richtigen Code auswählt. Oh Gott, wenn man den Alter. richtigen Code eintippt, sollte der Bildschirm plötzlich einen Haufen Sonics mit gruseligen Gesichtern sowie den japanischen Text Spaß ist endlos zeigen. Ein gruseliger Anblick, der aber tatsächlich der Wahrheit entspricht. Nein! Bruder, wenn ich sowas als Kind sehen würde, dann würde ich mich so... Na, dann war's das, oder? Dann war's das mit Sonic. Tails Doll Curse. Tails Doll soll eine gruselige Puppe aus den Sonic-Spielen sein, die eine Art übernatürliche Macht über die Spiele besitzt und nahezu intelligent wirkt. Es handelt sich hierbei einfach um eine Puppe, die aussieht wie Tails und einen leuchtend roten Kristall auf der Stirn trägt. Dieser Kristall gibt ihm seine Kraft. Es heißt, dass es sich bei Tails entweder um eine Maschine von Dr. Eggman handelt oder um den Geist eines Menschen, der in das Spiel eingefahren ist. Herrsten Mad Max, was ist mit dir und Spargel? Es wird keine Holy-Spargel-Geschmack geben. Ich habe actually mal mit Holy ähm, gesprochen, wegen Werbung an der Stelle, wegen Küser Geschmack. Na, Kühser-Geschmack. Wir hatten einen, einen Kaisershaker. Maybe gibt es irgendwann einen zweiten. Also eine andere Version, aber weiß man nicht. Weiß man nicht. Hab noch nicht ich habe keine Ahnung davon. Und habe ich so gemeint wegen Geschmack. Und ich sage euch halt nicht jetzt, wie viel. Aber ich glaube, sie haben gesagt, man müsste ungefähr zehnmal so viel äh, Dosen quasi verkaufen. Also ganze, ganze Tabs. Wie wir Kaisershaker verkauft haben. Und das wäre dann halt schwierig. Das wäre dann halt schwierig. Wobei es wäre so geil. Ich würde es mir so wünschen. Was soll Kaisergeschmack sein? Äh, der wird dann nach mir schmecken. Na, also der wird dann, ich war ja, Kaiser Badewasser. Na, ähm, entspannter Johannes, glaube ich, würde ich machen. Weil, weißt du? Das sah ich ja immer. Entspannter Johannes. Bruder, das wäre schon, das wäre schon heavy. Das wäre heavy. In Wahrheit sieht die Sache aber etwas anders aus. Denn so gruselig das Ganze jetzt klingt. Würde ich kaufen? Pasta brauchen, brauchen wir nur noch ein paar tausend In Wahrheit ist Tails stall bloß eine Creepy Pasta und somit erfunden. Hey. Jumping over the flagpole in Super Mario Bros. Ah, das kenne ich. Original in, in Super Mario, Mario, Mario Bros. Soll es angeblich in Welt 1.1 möglich sein, mit Hilfe eines Glitches, bei dem ein Cooper unter der Map langläuft, am Ende über den Fahnenmast zu springen, der dann das normalerweise das Spiel nicht. beendet. Viele Spieler scheiterten bei dem Versuch, diesen Mythos auszutesten und vermuteten, dass es sich dabei um freie Erfindung handelt. Aber tatsächlich ist dieser Glitch vorhanden und Echt? es ist möglich, über die Fahne zu springen. Danach passiert allerdings nichts mehr und man kann nur warten, bis die Zeit abläuft und man verliert. Oh Alter, was? Sonic und Tails in Melee. Ja genau, entspannt Johannesbärchen. Da gibt es sogar, ja schau, da gibt es sogar einen eigenen äh, E-Mode oder wie das heißt. In Super Mario Bros. Melee soll Super es Smash angeblich Bros. möglich sein, Sonic und Tails freizuspielen. Die zwei Charaktere waren damals ziemlich beliebt bei Fans und viele wollten sie gerne in den Nintendo Fightern sehen. Auch hier soll es unterschiedliche Tricks geben, wie man in der Lage sein kann, sie freizuspielen. Von geheimen Bossgegnern zu Tastenkombinationen und vielem, vielem mehr. In Wahrheit gab es diese beiden Charaktere einfach nicht in dem Spiel und Sonic sollte erst in Super Smash Bros. Brawl der Serie hinzugefügt werden. Super Smash Brazos. Toad in Melee. Gleiches Spiel bei Tod. Auch er sollte angeblich im MIDI spielbar sein, laut einigen Gerüchten und Screenshots. Aber auch hier ist das alles nur reine Erfindung. Bruder, aber, also, wie ist da, wo ist da der Unterschied zu dem zweiten, zu Super Smash Bros. Brawl? Es ein anderes Spielkonzept? Na, das ist, das ist wahrscheinlich genau das gleiche. Ich habe das halt nie gespielt. Ich habe immer nur Super Smash Bros. Brawl gespielt und da bin ich mit äh, King K. Rule, also mit dem Kroll, bin ich, der, bin ich der fucking G. Und jetzt kommt, jetzt kommt, wisst du mit wem noch? Mit wem noch? Mit der Wii Fit Trainerin, Bruder, keiner schlägt mich, keiner schlägt mich mit der Wii Fit Trainerin. Smasht gegen mich, smasht mit mir. Und ihr findet es heraus. Toad ist in den Smash Bros. rein lediglich als Schild von Prinzessin Peach zu finden. Tot ich, bin, ich bin tatsächlich der Super Smash Bros. Brawl Spieler aller Zeiten. Totaka Song. Angeblich soll es eine Melodie namens Totaka Song geben, die in vielen unterschiedlichen Nintendo-Spielen von 1990 bis heutzutage auftauchen soll. <laughs> Dieser Totaka Song soll häufig auftreten, wenn man an gewissen Stellen im Spiel einfach nichts macht oder besondere Aufgaben erfüllt. Tatsächlich ist eine Melodie von dem Musiker Katsumi Totaka in den Nintendo-Spielen enthalten und das in vielen unterschiedlichen und dieser ganze Mythos um diesen Lied entspricht der Wahrheit. Stabil. Reptile in Mortal Kombat 1 Ähnlich wie in Super Smash Bros. Melee soll es auch in dem Fighter Mortal Kombat einige versteckte Gegner gegeben haben. So soll es möglich gewesen sein, gegen Reptile zu kämpfen, wenn man einige spezifische Anweisungen befolgt. So muss man zum Beispiel zwei Kämpfe gewinnen, ohne Schaden zu nehmen, und man darf dabei nicht blocken. Dann soll eine Nachricht auf dem Bildschirm erscheinen, die sagt: Du hast mich gefunden, nun zeig, dass du würdig bist. Und ein Kampf gegen Reptile findet statt. Es klingt absurd, aber tatsächlich ist dieses Gerücht wahr, und man ist so in der Lage, gegen Reptile zu kämpfen und ihn freizuspielen. Witzig. Erst 1987 in Five Nights at Freddy's 1. Ah, dafür steht FNAF. Ich sehe das jetzt überall. Jetzt geht wieder Five Nights at Freddy's geht so herum. Äh, soll ich was Blödes erzählen? Ich habe damals ähm, Jack and Dexter gespielt. Jack and Dexter. Äh, warte mal, ich mache hier kurz Dark Mode. Zack, das hier. Na, äh, Jack and Dexter. Das war meine ganze Kinder. Da habe ich mehrere von denen gespielt. Das war so immens geil. Und da gab es eins. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Da konntest du, da gab es solche, solche irgendwelche Viecher, ich weiß nicht mehr. Und das waren so unter anderem so Skorpione, ne? Und diese Skorpione waren halt ungefähr oder waren fast so groß wie der Jack, also der Main Character. Also apparat na Spaß. Und äh, ich kann mich erinnern, wir sind dann einmal, mein Dad hat mich so, hat, hat so gesagt so, ja, wir gehen jetzt zu irgendeiner, so ich weiß nicht, wo wir da waren, zu irgendeiner so Messe oder so. Und da gab es einen eigenen Bereich mit so Reptilien irgendwie, ne? Und die hatten da so Leguane und panda und andere Reptilien, okay? Und, äh, auch Skorpione. Und bevor wir so reingegangen sind, hat man Dad so gemeint, so, na, und, was glaubst du, wie groß ist denn so ein Skorpion? Und ich so, na ja, wie groß werden Skorpione sein? Ein bis zwei Meter oder so. <laughs> Bruder, so dumm. Ja, panda sind Reptilien. Das ist, das ist kein Scheiß, googelt das. In dem Spiel Five Nights at Freddy's soll es einen geheimen Code geben, der einen gruseligen Jumpscare hervorruft. Ja, wo aber also, woher soll also ich es wissen, Alter? Woher soll also ich es wissen? Das sind die Fake News, hier, die in den blöden Spielen verbreitet werden. Custom Nights, die Häufigkeit oder Schwierigkeit der Animatronics verändert, muss man bei den Zahlen 1987 eingeben. Also 1987. 1, 8, Was dann passiert, ist, dass plötzlich der Kopf von Golden Freddy erscheint, den Spieler anschreit und das Spiel sich daraufhin schließt. Dieser Mythos basiert auf dem sogenannten Biss von 87, der in der Story von FNAF eine große Rolle spielt. Und tatsächlich, dieser Mythos ist auch so im Spiel enthalten. Geil. G-Royd's Face. Ich finde einfach, Real Talk, so, so, so Easter Eggs und sowas in Videospielen sind einfach so ein Must-Have, weil es ist auch es ist, es ist so perfekte Werbung. Bruder, hier 700.000 Aufrufe auf so ein Video. Und das ist safe in vielen, vielen anderen Videos auch noch drinnen. Ist einfach geil. Der folgende gruselige Mythos stammt aus dem Spiel Animal Crossing, das im Jahr 2001 erschienen ist. Es gab das Gerücht, dass wenn man einen anderen Spieler in seiner eigenen Stadt besucht und dann während man in der fremden Stadt ist, das Spiel einfach neu startet, man wieder zurück in seine eigene Stadt... Bruder, neid dir, als ob du mir glaubst, dass Pandas Reptilien sind. ...geschickt wird, aber etwas sich verändert hat. Das Denn das Inventar wird leer sein und das gesicht deines charakters wurde ausgetauscht durch das eines g-roids sprich der sonst so glücklich aussehende protagonist von animal crossing sieht plötzlich verstörend Schmerz. aus wie ein monster bei diesem mythos handelt es sich um ein easter egg das tatsächlich wahr ist True. lol ghostface on world 4-4 in Mario 3D Land soll es angeblich einen Geist geben. In der Welt 4.4, wo man sich durch ein verfluchtes Haus kämpft, findet man am Ende ein Fahnenmast im Außenbereich des Hauses. Es herrscht dort eine gruselige Atmosphäre und genau hier soll angeblich ein Geist auftauchen, wenn man nur etwas wartet. Und dies stimmt tatsächlich. Wartet man einige Momente, bevor man das Spiel beendet, taucht hinter dem Zaun eine schemenhafte Gestalt eines Geistes auf. Dieser Mythos ist tatsächlich wahr. Da gab es doch mal sowas in Black Ops, also in irgendeinem Zombies, oder war das irgendwie World at War Zombies oder so? Keine Ahnung. Äh, wenn du auf irgendeiner Map mit einer Sniper relativ lange, also im Scope, auf irgendein so Objekt zielst oder sowas, dann kommt einfach ein Jumpscare. Dann kommt einfach irgendwas, was dich so erschreckt. Black Ops 2? Okay. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Irgend so Irgendeine Map, die ich selten gespielt habe. Friendly Evans Ghost. Jolene Cranley Evans stammt genau. aus GTA 5 und ist die verstorbene Frau des damaligen Stuntmans Jock Evans. Aber das ich Angeblich gesehen, das ist soll real. ihr Geist im Spiel zu finden sein. Wenn man nachts zwischen 23 und 0 Uhr auf dem Berg Mount Gordo geht und sich relativ nah an eine Klippe stellt, soll vor dem Spieler plötzlich ein Geist erscheinen. Und zwar der Geist einer Frau mit langen schwarzen Haaren. Dieser Geist taucht tatsächlich auf und es ist tatsächlich auch Jolene Cranley Evans. Leider kann man aber nicht mit ihr interagieren. Kommt man ihr einfach zu nahe, verschwindet sie. Ja, aber das ist cool. Metroid ist cool. Justin Bailey Code. Hierbei handelt es sich um einen Code aus dem Spiel Metroid. Wenn man einen speziellen Code eingegeben hat, soll auf einmal Samus Aran ein besonderes neues Outfit tragen, bei dem sie einen magentafarbenen Einteiler trägt. Und ja, das tut sie, alles korrekt. Der no Nut november na, der macht zu so schaffen, oder? Das ist ein Easter <laughs> Pokémon Black. Bei Pokémon Black geht es nicht um die schwarze Edition, die es heutzutage bei Pokémon gibt, sondern es geht um eine angeblich verfluchte oder gehackte Rom von Pokémon. Hierbei kam ein junger Mann in den Besitz einer merkwürdigen Pokémon Edition, die beim Spielen gänzlich anders war als Pokémon Rot und Blau. Hierbei konnte man mit einem Pokémon namens Geist spielen und kam nach dem Sieg in den Top 4 einige Jahre in der Zukunft später wieder und konnte weiterspielen. Hierbei bemerkt man, dass man viele Pokémon und Trainer im Spiel wirklich getötet hat. Die Geister der Getöteten tauchen vor einem auf und quälen ein. Angeblich war es eine verstörende Version von Pokémon, aber es hat sie nie gegeben. Pokémon Black ist nur eine Creepypasta. Ja. Rayman Leak. Ich bin mir nicht ganz sicher, was der Rayman Nein. League ist. Nein! Achso, na sicher, man kann mit Steve spielen. Hier, da ist er. Der Kroll, Alter. Der King Kroll. Der ist geil. Früher habe ich immer mit dem Beta Knight gespielt. Alter. Ah, das, das Game ist schon. Also, das ist eins von den nicesten Games. What the fuck? Da ist Kratos? Den habe ich noch nie gesehen. Äh, er hier, der Held. Der Held oder der, der Hero hier auf Englisch ist einfach der größte Abfuck, den es gibt. Ich hasse den. Der ist dann später, für die Leute, die es nicht wissen, also du kannst mit jedem von den Charakteren quasi so. Kannst du einen aussuchen und dann kämpfst du mit dem. Und jeder hat so unterschiedliche Fähigkeiten. Und der Held ist einfach so ein Abfuck, weil der so extrem OP ist, dass wenn du online, ich habe mit meinem besten Freund immer online gespielt, also halt wir zu zweit auf einer Konsole, aber halt online. Und dann haben wir immer alles zerfetzt, gar kein Problem und so. Und hatten richtig die fette Streak. Und dann sind wir immer gegen irgendwen gekommen, der hatte zweimal den Helden. Und egal wie schlecht die Leute waren, du hast halt einfach verloren, weil der Held mega OP ist. Ich hasse es, ist so dumm, ist so dumm. Aber ich meine, so der Held, der kostet auch nur 5 Euro. Es macht halt keinen Spaß, wenn du einfach... Es macht für dich keinen Spaß, wenn du eh gut in dem Spiel bist, aber dann halt noch, was weißt der. Du, ich ja? glaube, es handelt sich um einen Screenshot, der nach Release von Super Smash Bros. Ultimate veröffentlicht wurde. Dabei wurde angeblich gezeigt, dass Raymond scheinbar spielbar ist im Spiel. Traymond. Bei diesem Leak handelt es sich jedoch nur um einen gut gemachten Fake. Okay, dann ist gratis auch Fake. Grinch League. Gleiches Spiel hier. Screenshots zeigten, dass der Grinch in Super Smash Bros. Ultimate spielbar war, aber in Wahrheit war es nur ein Scherz. Catastrophe Crow Catastrophe Crow soll ein sehr verstörendes, ernstes Spiel gewesen sein, das 1997 produziert wurde. Es handelt in dem Spiel sich um eine Krähe mit verletztem Flügel. Doch wenn man das Spiel spielt, merkt man schnell, dass es eine tiefere Story gibt, die man interpretieren muss. Es geht in diesem Spiel um Verlust, Tod, Angst und vieles mehr. Allgemein ist es ein Spiel, was Nintendo wohl niemals so produziert hätte. Doch tatsächlich existiert dieses Spiel. Das heißt jetzt aber nicht, dass dieser Mythos wahr ist. Ihr müsst wissen, Catastrophe Crow war nie ein echtes Spiel gewesen, das von Nintendo produziert wurde. Es war eine Creepypasta, für die ein eigenes Spiel entwickelt wurde, okay. genauso wie bei Petscop zum Beispiel. Also die angebliche <laughs> Nintendo-Herkunft <laughs> ist gelogen. Das Spiel existiert aber. Das hätte man easy neu aufnehmen Coffee können. in San Andreas. Okay. Bei Hot Coffee handelt es sich um eine Art Minigame oder Mission aus GTA San Andreas, bei der der Spieler mit einer Frau schlafen konnte. Man soll Bewegungen und so steuern können und allgemein ist es nicht viel mehr als das. Diese Mission soll angeblich im Spiel gewesen sein und das stimmt zu halb. Die Macher wollten diese Mission tatsächlich in das Spiel einbauen und hatten auch angefangen, aber haben es vor der Veröffentlichung wieder entfernt. Es existierte also mal eine gewisse Zeit lang, aber ist nicht zu erreichen ohne einen Mod. Ja, das denke ich mir. Also du konntest damals in GTA San Andreas tatsächlich Freundinnen haben. Das war ja mega lustig. Aber das hat ein, was hat das überhaupt gebracht? Also eh nicht wirklich viel, so, außer als so, ja, so ein bisschen so Sozialkontakt, aber halt so No Front. <laughs> Brauchst jetzt nicht wirklich der san Andreas. Aber da konntest du dann mit denen schlafen, aber dann war es halt so obviously so, du kannst es irgendwie so auswählen oder so, habe ich das in Erinnerung, aber da, du siehst halt nichts. Also es ist, es wird einfach so der Tag übersprungen, weißt du, was ich meine? Michael Jackson composed Sonic the Hedgehog 3's schade, Soundtrack. Schade, schade! In diesem Mythos geht es darum, dass oh Michael Gott. Jackson den Soundtrack zu Sonic the Hedgehog 3 komponiert hat. Und das stimmt tatsächlich. Michael Jackson war allgemein ein riesiger Fan von Videospielen und vor allem von Sonic. Also kam er selbst auf die Macher zu und wollte Musik für das Spiel produzieren. Er wollte aber später dann nicht in den Credits aufgeführt werden, weswegen ah. es zu so einem Mysterium wurde, ob Michael Jackson es wirklich getan hat. Sorry, wenn die Beziehung gut ist, so hat man einzigartige Boni oder Kostüme bekommen. Das ist witzig, das wusste ich nicht. Der. Na gut, ich hatte eh alle Cheats. Hall of Tortured Souls. Yeah. Der folgende Mythos ist seltsam. Es geht hierbei darum, dass es ein geheimes Level in Microsoft Office 95 gibt. Was? Wenn man in Excel geht, dann auf die 95. Zeile springt, die ganze Zeile markiert, die zweite Spalte auswählt und dann im tag menü Steuerung Alt und Shift drückt, öffnet sich angeblich ein neues Fenster, das ein verstörendes Spiel zeigt. Dieses Spiel oder dieses Fenster trägt den Namen Halle der verfluchten Seelen und sieht sehr verstörend aus. Alles ist in Rot, Schwarz und Blau gehalten und wirkt überhaupt nicht wie Microsoft Office oder Excel. Niemals. Doch tatsächlich niemals. handelt es sich hierbei um eine echte Version des Spiels. Ein echtes Spiel in Excel. Es Was? Was? Verarsch mich! Es ist ein Witz der Macher gewesen, denn dort in diesem Level oder in diesem Spiel sind die Credits zu finden, wer alles an Microsoft Office 95 mitgearbeitet hat. Ich hab kein Excel. Was? Excel? Excel hat einen Secret Level. Excel hat einen Secret Level. Ich hab kein Excel. Ich will's jetzt machen, aber... Äh, Bro. Bro. Darknet-Shortcut. Ja, das, als nächstes, wenn man in PowerPoint auf die vierte Seite geht, ja, dann kann man keine Ahnung was sehen. Dieses Spiel ist also tatsächlich echt. Aber wie kommt man drauf? Oder hat das dann jemand einen Entwickler geleakt? Weil selbst wenn, du, selbst wenn du das jetzt machen würdest, selbst wenn du da so auf die 95. Zeile und dann dies, das und dann die Tassenkombination, dann würdest du ja nicht merken, was du gemacht hast. Dann würdest du denken: What the fuck, wo bin ich? Äh, wurde mein PC gehackt und so. Und nee, nee. Tipping the iceberg in Club Penguin. Also einfach musst du überlegen: Jedes Mal, wenn jemand Excel runterlädt, dann lädt er dieses Level mit. Einfach so ein, zwei, drei Megabyte davon sind einfach dieser Extra-Level. Lol. Das letzte Mysterium der zweiten Ebene ist der Eisberg in Club Penguin. Ey, es soll angeblich in einem bestimmten Level möglich gewesen sein, eine Eisscholle, auf der man sich frei befand, umkippen zu lassen. indem im Eis. Spieler gleichzeitig sich auf ein und dieselbe Seite stellen und mit einem Presslufthammer lange genug auf den Boden schlagen. Man ging immer davon aus, dass es unmöglich wäre, den Eisberg zu kippen, doch vor zwölf Jahren ist es tatsächlich passiert und eine geheime Stage wurde somit freigespielt. Gut, damit haben wir die zweite Ebene fertiggestellt. Kommen wir nun in noch mysteriösere und noch verstörendere Gebiete von diesem Eisberg. Ebene ja. 3. Ebene 3 Purple Prizes King von in Lannis. Super Mario 64 für den DS. Dies ist ein typisches Mysterium über einen Charakter, der angeblich in einem Spiel existieren soll. In Super Mario 64 für den DS soll es möglich sein, Luigi freizuspielen und als spielbaren Charakter zu bekommen. Wie auch zuvor gibt es viele Möglichkeiten, wie es klappen soll, aber am Ende des Tages ist alles nur ein Gerücht, das nicht stimmt. Es schade. Jammer. Dies ist wohl eines der gruseligsten Mysterien, die je aus der Welt von SpongeBob entstanden sind. In einem SpongeBob Flash-Game auf der offiziellen Nickelodeon-Seite gab es angeblich ein Geheimnis, das tief in den Daten des Spiels versteckt. Ach so, Blades in Excel 95, ja ja, safe. Excel 95 kam auf CD. Warte, was? Bin ich gerade dumm? Oder, oder heißt das wirklich Excel 95? So wie dieser Twitch-Streamer. Ein Spieler schaffte es, die Spieldateien offenzulegen von diesem Flash Game und sah sich dabei die unterschiedlichen Bilder an, die im Spiel genutzt wurden. Sprich, jeder Charakter und jedes gezeichnete Bild, was man im Spiel sehen konnte, war irgendwo in den Dateien abgespeichert Warum hat Mrs. Puff nur einen Arm gewesen? Dabei entdeckte diese Person eine Datei mit dem Namen Jammer. Hierbei handelt es sich um ein verstörendes Gesicht, das an einen Menschen erinnern könnte. Es passt aber gar nicht in die Welt von SpongeBob. Zudem fand er übrigens auch noch ein Bild von Sandys zerstörtem Anzug und von Mrs. Puff, wie sie Panik hat. Es gab dadurch das Gerücht, dass es in diesem Spiel ein Monster namens Jammer geben soll, das eventuell Sandy gefressen hat. So gruselig das Ganze jetzt wahrscheinlich auch klingt, es ist überraschenderweise wahr. Yamaha existiert tatsächlich und es handelt sich dabei um Content, der nicht ins Spiel gebracht wurde. Ja, Yamaha war wohl? dabei höchstwahrscheinlich nur ein Platzhalterbild, das vermutlich später ausgetauscht worden wäre und als die Macher das Spiel veröffentlichten, vergaßen sie diese Spieldatei wieder zu entfernen und zu löschen. Bruder was? Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, das macht Sinn, das macht Sinn, aber what the fuck? Noki okay. Bay Book. Okay. In einem Level von Super Mario Sunshine, wenn man die Kamera so positioniert, dass sie durch eine Wand glitscht, kann man ein mysteriöses Buch finden. Dieses Buch wurde als Noki Bay Book bezeichnet, weil es in der Noki Bay auftaucht und man weiß bis heute nicht, was es mit diesem Buch auf sich hat, denn normalerweise ist dieses Buch nicht zu sehen und auf normalem Weg nicht erreichbar. Es gibt viele Theorien zu der ganzen Sache und tatsächlich ist das Buch echt. Man vermutet, es handelt sich dabei entweder um ein Easter Egg oder um eine Mission, die kurz vor Veröffentlichung des Spiels wieder gestrichen wurde. Mhm. Purple Guy Animatronic Im Jahr 2015 tauchte ein YouTube-Video auf, das viele Zuschauer verstörte. Es zeigte, dass im Spiel FNAF 2 scheinbar ein Animatronic existierte, den niemand zuvor gesehen hatte, und zwar war es ein Animatronic vom Purple Guy von der Person, die man am Telefon zu sein glaubt, oder eben von William Afton, je nachdem, welcher Theorie man glauben will. Im Video hört man, wie plötzlich beim Spielen das Telefon klingelt und ähnlich wie Golden Freddy der Purple Guy plötzlich auf dem Boden vor dir sitzt und mit verstörendem Blick nach vorne starrt. Viele Spieler versuchten, diesen Animatronic zu finden, doch es handelt sich dabei um ein gefaktes Video auf YouTube, bei dem jemand einfach nur die Farbe von Golden Freddy lila gemacht hat und <laughs> den Kopf mit Chicas Kopf austauschte. Schade. Hanging Luigi Eines meiner liebsten Mysterien ist Hanging ist, wenn Luigi, sich aufhängt. Luigi. Und zwar, weil dieser Mythos zu 100% wahr ist, obwohl er so nee. seltsam klingt. In Luigi's Mansion kann man auf den Dachboden des Hauses gehen. Dort kann man einen Anruf entgegennehmen und während man dies tut, schlägt draußen ein Blitz ein. Das Licht, das durch diesen Blitzeinschlag erzeugt wird, erleuchtet dann den Dachboden und sorgt dafür, dass Luigi einen Schatten wirft. Dieser Schatten schwebt aber scheinbar hinter Luigi und es sieht so aus, als hätte Luigi's eigener Schatten sich an einem Balken im Dachboden erhangen. Dies passierte tatsächlich so im Spiel. Es handelt sich dabei aber um einen Glitch und nicht um ein gewolltes <laughs> Easter Egg. Ja, glaubst du? Weil das, also das schaut jetzt nicht so aus, als würde es so hinter ihm sein, sondern das schaut so aus, als würde von, von der Seite, also das Fenster ist näher an uns und das Licht kommt und er wird da hinten quasi, äh, da im Hintergrund das ist es so an der Wand. Also es macht schon Sinn. Ja, oder? Oder ist es unabsichtlich? Keine Ahnung. Squall is dead. Okay, ich habe keine Ahnung von Final Fantasy VIII oder Final Fantasy allgemein, aber in dieser Theorie geht es darum, dass nach dem Tod von Squall am Ende der ersten Disc er in Wahrheit nicht plötzlich auf magische Weise wieder geheilt wurde, wie man es glauben könnte, da er nach seinem Tod plötzlich in der zweiten Disc wieder da ist. Sondern man sagt, dass die zweite Hälfte des Spiels eigentlich nur davon handelt, dass man sich in dem letzten Traum vor dem Tod von Squall befindet. Wie gesagt, dies ist eine Theorie und kein Mythos, aber sie wird von vielen Leuten geglaubt und man vermutet, sie könnte wahr sein. Mhm. Super Mario Galaxy DS. Dieses Mysterium kann man sehr schnell erklären. Angeblich sollte mal das Spiel Super Mario Galaxy für den DS existiert haben. Doch Bilder, die dies zeigten, waren simple Fakes. Tatsächlich haben Fans aber eine Art ROM erstellt, die es möglich machte, das Spiel auf dem DS zu spielen. Oh, das ist cool. Also ich war immer voll neidisch. Ein Dude aus meiner Klasse, der Cedric, der hatte einen äh, 3DS. Bruder, ich war immer so neidisch. Das war so geil einfach. Pixie in GTA San Andreas. Okay, ich liebe die San Andreas-Dinger, weil da kenne ich mich aus, Bruder. Pixie Safe, fake. Safe, fake, Bruder. Die soll ein verstörender Mörder sein, der entweder halb Mensch, der halb Bond Schwein war. ist oder zumindest einen Schweinekopf trägt er soll im Spiel gehen. Das ist der das Schweinebärmann, so rein deutlich. Andreas sein Unwesen treiben, nachdem er 2003 in einem Spiel von den Machern von GTA schon einmal erschienen ist. Es gibt bis heute Theorien und man ist sich tatsächlich nicht sicher, ob nicht vielleicht doch ein bisschen Wahrheit an dieser Theorie dran sein könnte. Bisher weiß man nur, dass es ohne Mod nicht möglich ist, Pixie ins Spiel zu holen. Okay. Samus Aran. Was soll ich sagen? Wie klagt das? Wenn ich Nut Samus google, finde ich viele Seiten, die mir aber nichts über diese Mysterien erzählen. Ja. Aber ich sehe sehr viele. Bilder ja. was soll ich sagen? Samus Aran. Es geht bei diesem Mythos leider. darum, dass man einen Cheatcode eingeben kann, der dafür sorgt, dass Samus Aran, die Hauptperson in dem Spiel Metroid, auf einmal nackt ist. Geil. Doch das Ganze stimmte nie. Viele Spieler hätten sich das wohl einfach gewünscht. <laughs> Nude Lara Croft. Ja! Mein FBI-Agent, der meinen Suchverlauf überprüft, freut sich. Gleiches Spiel wie bei Samus. Ja, der FBI-Agent, Bruder. Bruder. Es gab früher mal einen gigantischen Hype um einen angeblichen Sheetcode, der dafür sorgen sollte, dass Lara Croft aus der Spielreihe Tomb Raider ihre Kleidung auszog und nackt war. Dieser Mythos gehört zu den bekanntesten das ist überhaupt, aber ist absolut frei erfunden. Ich frage mich, warum der so bekannt ist. Mew 3. Es gab in den alten Pokémon-Spielen Rot, Blau und Gelb das Gerücht, dass es ein sogenanntes Mio 3 geben soll, also Mio 3. Entweder ein weiteres Mio, das ähnlich wie Mio 2 irgendwo versteckt im Spiel zu finden war, oder eine Entwicklung, die man auslösen könnte. Es gab die Theorie, dass Mio 3 aussah wie Mio 2 aus dem ersten Pokémon-Film, dort wo es diese Metallrüstung von Team Rocket trägt. Aber Mio 3 hat nie in dem Spiel existiert. Nur in einem Pokémon-Manga gab es ein Pipi, das sich in ein Mewtwo verwandelte und sich dann selbst so nannte. Ein, ein Pipi? Bruder, ich habe keine Ahnung von Pokémon, ja, aber ich sehe hier eindeutig hier einen Dick. Da kannst du mir nichts erzählen. Aha, da hat sich ein Pipi in den hier verwandelt. Das Gar hat nicht. aber nichts mit dem originalen Mythos zu tun. Gar nicht. Under Master Chief's Helmet. Master Chief ist der Protagonist der Halo-Reihe und viele Fans fragten sich, was sich wohl unter seinem Helm für ein Gesicht befand. So gab es viele Gerüchte, dass man entweder durch Cheatcodes oder besondere Glitches in der Lage sein könnte, den Helm von Master Chief zu entfernen. Dies war allerdings nie der Fall gewesen. Es gab damals nichts, was unter dem Helm von ihm zu sehen gewesen wäre. Der Delfino Plaza in Mario Odyssey. Folgendes Gerücht stammt aus dem sehr beliebten Spiel Super Mario Odyssey. Angeblich soll es den Ort Delfino Plaza versteckt im Spiel geben. Delfino Plaza ist ein Ort, den man aus anderen Mario-Spielen bereits kennt und den viele Spieler sich auch in Odyssey gewünscht hätten. Es ist klar zu sagen, dass dieser Ort nicht betretbar ist im Spiel, aber dieser Mythos ist trotzdem keine Lüge. Es gibt viele Dinge, die auf Delfino Plaza hinweisen, und man vermutet allgemein, dass die Macher vom Spiel vermutlich Delfino Plaza integrieren wollten und es dann irgendwann kurz vor Release doch nicht getan hatten, weil ihnen einfach schlichtweg die Zeit dazu fehlte. Ermac in Mortal Kombat 1 Also ich wollte damals immer so Spielentwickler werden, weil sich das halt einfach so geil anhört, aber ich glaube for real, dass das. Ich weiß nicht, ist irgendjemand von euch so Spielentwickler? Weil ich glaube, das meiste ist da dann wirklich so langweiliger Stuff, also so Mathematik oder halt so richtig äh, so richtig repetitive Stuff einfach. Also ich glaube, all in all ist es eine sehr, ist ein sehr geiler Beruf, aber boah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Ich wollte College in Wien gehen für Spiele zeichnen. Das kann man? Wusste ich nicht. Hängt davon ab, was man macht. Ja, safe. Also, ich glaube, so 2D-Spiele und so sind halt im Grunde genommen einfacher, slash, du kannst halt mehr machen in einer kürzeren Zeit, weil halt einfach so 3D-Spiele oder so richtig so realistische Spiele sind da halt wahrscheinlich relativ schwer, so zu, also auch wirklich realistisch zu bekommen. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dieses Gerücht spricht davon, dass es in Mortal Kombat 1 einen geheim spielbaren Charakter namens Ermeck gegeben hatte, so. der aussah wie Scorpio, aber einen roten Anzug trug. Und irgendwie ist dieses Gerücht wahr und irgendwie auch nicht. Erstmal, Ermac ist kein echter Charakter des Spiels. Es steht für Error Macro und war im originalen Mortal Kombat einfach nur ein Systemfehler, der ab und zu auftauchen konnte und dafür sorgte, dass das Kostüm von Scorpio rot gefärbt wurde. Es war also kein neuer Charakter, aber ein Spielfehler, der tatsächlich existierte. Prince, äh, Den Game Tester wäre für mich wär besser, also für mich. Ja, das hört sich auch geil an, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da so viel verdienst. Also so Game Tester gibt also gibt's 100%, aber ich glaube da, da ist ja auch nicht wirklich so die Aufgabe, dass du das Spiel einfach nur zockst und halt Spaß hast und so, sondern dass du halt wirklich alles versuchst in dem ganzen Spiel, um irgendwelche Glitches zu finden und sowas, glaube ich, ne? Also ist sicher, ist sicher spannend, aber wie oft willst du da Aufträge haben? Ich glaube, das ist so ein Job, den du auf den du als Freiberufler hin und wieder mal annehmen kannst. Das ist Daisys Third Eye. Here, Diesen Mythos kann man schnell bearbeiten. In Super Mario Smash Bros. Melee gibt es eine Figur von Daisy. Zoomt man <laughs> zum Kopf der Figur und guckt durch die Haare hindurch, sieht man, dass sie ein drittes Auge am Hinterkopf besitzt. Uh -oh. Dies wurde vermutlich nur vergessen wegzumachen, als diese Figur gemacht wurde. Ja. Going to the Moon in Pokémon Robin Smaragd und Saphir. In Pokémon Smaragd gibt es einen story -Teil, bei dem es um Rayquaza und Deoxys geht. Dabei wird viel über das Weltall gesprochen und es gibt die große Raketenbasis im Spiel. Aufgrund all dieser Dinge glaubten die viele Spieler damals, es wäre möglich gewesen, irgendwie den Mond zu besuchen und dort Pokémon zu fangen, wie zum Beispiel Deoxys, aber auch Pippi. Doch in ah, Wahrheit gibt es nicht die Möglichkeit, im Spiel irgendwie zum Mond zu kommen. Der Kampf mit Dioxis ist das einzige Weltraumabenteuer, was man so hat. Diablo 2 Chat Jam. In Diablo 2 gab es beim Chatfenster unten einen Edelstein, der manchmal nach vielem Rumgeklicke aufleuchtete und eine Nachricht erschien im Textfeld, die sagte, dass der Chat Jam aktiviert wurde. Viele Spieler glaubten, dass dies dafür sorgen würde, dass sich alle Edelsteine im Inventar in etwas Besonderes verwandeln würden. In Wahrheit hatte der Chat Jam aber keinerlei Funktion, wie auch der Creator des Spiels in einem Interview bestätigte. Ghost Cars in GTA San Andreas. Angeblich soll es in GTA San Andreas neben all den anderen mysteriösen Wesen auch noch Geisterautos geben. Ah, das kenne ich, das kenne ich. Also diese Autos gibt es tatsächlich im Wald und ich glaube, der Mythos ist, dass die einfach von selber fahren. Aber das Ding ist... Die fahren nicht von selber, sondern die spawnen und die spawnen halt bei dir irgendwo im Umkreis. Das heißt, wenn du schnell genug irgendwo so durchfliegst oder so und dann spawnt so ein Ding, dann spawnst halt mal auf so einem Hügel und rollt dann einfach runter und dann bleibst du stehen. Das ist, das ist das ganze Ding. Aber ist schon creepy. Dies Fähig, sind Dankeschön. Autos, die in bergigen Gebieten auftauchen und ohne Fahrer von alleine sich bewegen und den Berg hinunterfahren. Häufig sind diese Autos demoliert oder haben viele Kratzer und kaputte Scheiben. Dieses Mysterium ist tatsächlich wahr und Na diese sicher? Autos existieren. Na? Es sind allerdings keine echten Geisterautos. Diese Autos spawnen, wenn der Spieler sich nähert, zu dicht an Rändern am Bergland und daraufhin rollen sie einfach den Berg hinunter. Sie wurden also schlecht reinprogrammiert, sind aber keine echten Geisterautos. Es sieht dann nur so aus, als würden sie fahren, wenn sie eben den Berg hinunterrollen. Kaputt sind sie, weil sie beim Runterfahren häufig gegen Bäume schlagen. Ebene 4. Fallout 3, Number Station. Sorry. Eine der bekanntesten Mythen aus dem Spiel Fallout 3 ist die sogenannte Number Station. Dabei handelt es sich angeblich um eine Radiostation im Spiel, die in der Lage gewesen ist, Events aus der Zukunft zu vorhersagen. Es soll zu gruseligen Vorhersagen gekommen sein, doch wer jetzt Angst bekommt, den kann ich beruhigen. Das Ganze ist nichts weiter als eine Creepypasta. <laughs> Kakomello Leak Kakomello ist ein angeblicher Leaker, der viel Content für das Spiel Super Smash Bros. Ultimate vorab geleakt haben soll. Er hatte verschiedenste Screenshots von <laughs> in Kostümen und spielbaren Charakteren gepostet, von denen viele im Spiel aber überhaupt nicht verfügbar waren. Das Ganze waren meistens gut gemachte Fakes, aber auch nicht mehr. Chris Hoolihan Room. Laut einem Mythos soll es in dem Spiel A Link to the Past einen Geheimraum geben, der Chris Hoolihan Room. Dies ist ein Raum, in dem viele unterschiedliche Münzen verteilt liegen und den man nur dann erreicht, wenn man einige spezifische Dinge erfüllt. Das Ganze klingt wie diese typischen Geheimlevel-Fakes, doch dieser Raum ist tatsächlich echt. Chris hulian ist ein Leser der Zeitschrift Nintendo Power gewesen, der in einem Preisausschreiben gewonnen hatte und als Preis eine Verewigung in diesem Spiel geschenkt bekam. Ey, das ist geil. Deswegen steht auf einer Plakette in diesem Raum auch sein Name. Ey, da, ich würde... Das ist, das, das ist die eine Sache. Jedes Mal, wenn du dich vorstellst, bei irgendjemandem könntest du sagen, hey, ich bin Chris Julian, Ich bin übrigens in Link. Ich habe einfach gewonnen und bin in Link drinnen. Zoo Level in Accounting Plus. In einem Spiel namens Was Accounting Plus von den Rick and Morty Machern gibt ah. es einen Running Gag, der immer wieder erwähnt wird. Es geht darum, dass es ein sogenanntes Zoo Level gibt. Überall verstreut in dem Spiel sind Hinweise, wie man dieses Zoo Level erreichen kann, doch dieser Mythos ist letztendlich einfach nur ein simpler Scherz der Entwickler, die sich über versteckte Level in anderen Spielen damit lustig machen und hofften, dass ah, leidvolle Spieler darauf reinfielen und stundenlang versuchen würden, dieses Level zu erreichen. Ghost of Misery Maya. Oh, in A Link to Misery. the Past soll es angeblich einen Geist geben, der im Sumpf of Evil oder Misery Maya-Sumpf leben soll. Angeblich gibt es dort einige. <laughs> ich habe gewonnen und bin in Link. Ja, oder? Ja! Weißt was? Vielleicht bin ich halt auch einfach nicht so ein cooler Gamer wie ihr alle. Die gruselige Dinge, die passieren: Gegner greifen dich nicht an, Gegner fangen plötzlich an zu brennen und vieles, vieles mehr. All diese seltsamen Vorkommnisse, für die es keine Erklärung gibt, sollen durch den Geist von Misery Meyer ausgelöst werden. Also ganz kurz, ich habe damals wirklich in meiner Kindheit hab ich fast nur so Shooter gespielt, wie halt COD. Das weiß ich noch, das habe ich damals auf dem, auf dem Arbeitsrechner quasi von meinen Eltern, habe ich zocken dürfen. Dann später so Killzone und so. Äh, aber auch viel FIFA und GTA und so. Also Pokémon. Link? Na, na Spaß, Zelda und sowas, das habe ich nicht. Das habe ich eigentlich alles nie so gespielt. Das ist eine andere Welt für mich. Die Wahrheit sieht aber etwas anders aus. Aber ich finde es cool. Ja, diese gruseligen Dinge passieren tatsächlich, sind aber das Resultat eines Glitches und nicht von einem echten Geist. Kingdom Hearts, ist das nicht so wie so solitär oder so? Xbox so 720. Bist. Im Jahr 2013 gab es viele Gerüchte über eine angebliche Xbox 720. Der Nachfolger von Xbox 360. Ja, man, schon von wie eine Waage. Theorien über ein Handheld bis zu einer revolutionären Konsole war damals alles dabei. Später stellte sich dann aber heraus, dass die meisten Gerüchte falsch waren und die angebliche Xbox 720 in Wahrheit eine Xbox One war. Gladys' Design is based on a woman gagged and bound upside down. Das Ganze hier ist erneut eine Theorie und kein echter Mythos. Viele Leute haben sich Gladys aus der Portal-Reihe genauer angesehen und kamen auf die Idee, dass ihre Form aussieht wie eine gefesselte Frau, die von der Decke hängt. Also, also siehst du das hier? Nicht wirklich, oder? Schon das wie so ein paar Schwimmreifen? Und dann, keine Ahnung was. Das Ganze ist eine Interpretation, die auch zu dem Gerücht geführt hat, dass ein echter Mensch in der Hülle von Gladys steckt. Naja, aber wenn du dich umdrehst. Wenn du dich umdrehst, dann so ein bisschen. Also da ist so. Warte mal, da ist der Kopf, da ist ein Arm, da ist ein Arm. Aber wie kommt man drauf, dass es eine Frau ist? Das ist dann halt auch wieder das Ding. Dafür gibt es aber keinerlei Beweise. Bisher bleibt das Ganze einfach nur eine Theorie. The Children of Goldshire. Die Kinder von Goldshire Aaron. sind ein paar Kinder in World of Warcraft mit den Namen Dana, Aaron, Cameron, Hon, Trosse und Lisa. Sie laufen in Goldshire und Sturmwind City zusammen umher und gehen manchmal in ein leerstehendes Haus, in dem dann etwas mehr als Gruseliges passieren soll. Im zweiten Stockwerk stellen die Kinder sich in Form eines Pentagramms auf und machen keine Geräusche mehr. Stattdessen kann oder was? das? Das ist doch kein Peter Graham, Junge. Das ist ein, was ist das? Horst oh, des Nicolo oder so. Also das ist der was, Spieler, wenn er Oder das ist halt oder das ist kein guter Screenshot, aber dann zeigt mir den echten Screenshot. Und geht und wartet hören, wie eine tiefe dämonische Stimme sagt, du wirst sterben oder der Tod ist nah. Das ganze klingt verdammt gruselig und wie eine Horrorgeschichte, aber es tatsächlich ein Easter Egg, das die Macher von WoW ah, eingebaut haben. Okay. Figures in Singleplayer Gmod. In Garys. Boah, Gmod ist so creepy. Hat er nicht mal, äh, hat er nicht mal Vic ein Video dazu gemacht, Wick mit dem langen Dick? Weil Gmod ist eins von diesen Spielen. Ich habe jetzt vergessen, wie der Begriff dafür heißt. Aber eins von diesen Spielen, wo wenn du drinnen bist und halt nicht irgendwie online spielst oder mit Freunden oder so, dann ist alles so extrem leer. Ey. da. Garrys Mod Schöpfer ist vor einer Woche gestorben, glaubst du? Das ist scheiße. Kenopsia, ja, safe, safe, safe. Das ist das. Und es ist alles so creepy, weil du bist in so einer Welt, wo es aussieht, als müssten Leute da sein, aber, also, aber es ist halt niemand da. I don't know. Ich hatte das damals auch gehabt. Also ich fand gerade auch diese Map hier, fand ich sehr creepy. Ein Half-Life-Sandbox-Game, von dem viele bestimmt schon mal gehört haben, gibt es eine Legende. Und diese Legende ist, dass es angebliche Black Figures gibt. Dies ist eine humanoide Gestalt, die gänzlich pechschwarz ist und scheinbar in Singleplayer-Welten auftaucht, ohne dort gespawnt zu werden. Und manchmal kann man diese Gestalten nur aus dem Augenwinkel sehen, bevor sie wieder verschwinden. Das Ganze ist ziemlich gruselig und klingt erstmal wie die Herobrine-Legende, und viele Spieler suchten nach dieser Gestalt. Doch am Ende war das Ganze nur eine Horrorgeschichte, bei der ein Spieler den G-Man schwarz färbte und irgendwo in seinen Raum spawnte. Ja, okay. X predicted Das Videospiel Doyce X soll angeblich die Anschläge vom 11. September vorhergesehen haben. Denn in einer Mission muss man nach Liberty City und kann sich dort die Skyline von New York ansehen. Während alles normal bei dieser Skyline aussieht, bemerkt man schnell, dass die beiden Türme der World Trade Center nicht mehr zu finden sind. Zum Zeitpunkt, wo dieses Spiel veröffentlicht wurde, ich denke mal auch Deus. Ich denke mal auch Deus. Ich wollte jetzt nichts sagen, weil ich dachte man spricht das halt anders aus. Äh, also also wie heißt das? Deus oder irgendwie so? Keine Ahnung. Aber Deus. Was sind die Anschläge noch nicht passiert? Im Spiel selbst oder, oder dies, dies. wird das ah, damit oh. erklärt, dass Terroristen die Türme angegriffen und zum Einsturz gebracht haben. Ah, das ist Französisch. Uh, de, Sag mal, uh. ist Latein? Komm, entscheidet euch. Dös Ex. Ja, ich glaube auch, man sagt Dös Ex. Er sagt das richtig? Damn, was für eine Debatte. Was für eine Debatte hier, wir hier auslesen. Ja, ich sage jetzt auch Deus Ex. Dies war ein Anzeichen, weswegen viele Spieler fest davon überzeugt waren, dass die Macher in die Zukunft sehen konnten. <laughs> die Wahrheit ist ja aber etwas anders und weniger besonders. Denn tatsächlich wurden die Türme Ey, Jojo. Spendet drei Euro auf entspannten Johannes. Ey, danke dir. Wahrscheinlich hast du die Lösung, oder? Äh, wurde eben im Chat gefragt, hast du Lust mal, ein Horror-Game zu zocken in einem Special Stream? Wird's arg lieben? Ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe eh schon mal mit meinem Mods gemeinsam. Uh, Phasmophobia gespielt, werden wir auch wieder machen. Das Problem ist halt nur, ich habe legit und ich weiß, ich sage das viel zu oft, aber ich habe einfach so gut wie nie Zeit. Und wenn ich dann streame, dann streame ich halt für Reactions und so. Und ähm, ja, wir müssen es echt machen. Wir müssen es echt machen. Und ich weiß, ich bin da viel zu schleißig und sowas, aber ich bin halt legit, die, die, die meiste Zeit bin ich am Arbeiten und dann uh, versuche ich die Zeit, die ich halt extra übrig habe, so irgendwie mit meiner Freundin oder so zu verbringen. Na, aber wenn wir das mal machen, dann. Post auf jeden Fall äh, auf Instagram. Na? Aber falls du Horror brauchst, kann ich dich mit deiner gruseligen Stimme... überraschen, oder? Danke nochmal für deine Donation. Sehr lieb von dir. Sehr lieb von dir. Aus dem Spiel genommen. Für den Rest des Videos, äh, by the way, bleibe ich in dieser Stimmlage. erst damit, oder? Weil sie Speicherplatz Spaß, sparen Spaß. wollten und irgendwie die Skyline anders oh. angeregt bekommen hätten. Das andere war lediglich eine Erklärung für die Leute, die bemerkt hätten, dass die Türme fehlten. Es war also einfach nur ein Zufall oder vielleicht steckt mehr dahinter. Ja, Deus Bad Evil Farming Game. Vor einigen Jahren soll es angeblich ein Farming Simulator gegeben haben, der ungefähr wie Harvest Moon war, aber ein düsteres Geheimnis verbarg. Denn in diesem Spiel muss man seine Frau töten und ihren Körper vor der Polizei verbergen. Okay. Viele versuchten damals dieses Spiel zu finden und zu spielen, doch es handelte sich dabei ebenfalls um eine Pasta und kein echtes Spiel. Doch tatsächlich hat man heutzutage ein echtes Spiel daraus gemacht. So, wie sieht's aus? Noch fit? Noch bereit für mehr Mysterien und okay? <laughs> Co.? Jetzt... Bruder, ich bin fit wie ein Turnschuh. 50 Minuten? Was? Was willst du, Pasta lunch Was willst du, Creepypasta-Lunch? Launch Robots, hört sich das gut an. Lars, Robert, hallo. Ich so Gehen wir in noch gruseligere Tiefen, weit unter der Oberfläche. Jetzt kommt für euch Ebene 4. Ebene Chunky 4 Kong Assist Trophy. Chunky Kong, wir machen gleich weiter mit einem weiteren Charakter, der angeblich <laughs> in Super Smash Bros. für 3DS und Wii U sein soll. Okay. Denn angeblich soll Chunky Kong eine Assist Trophy in dem Spiel haben. Dieses Gerücht, dass er ein Charakter im Spiel ist, verbreitete sich kurz nachdem die Demo bei der E3-Messe im Jahr 2014 veröffentlicht wurde. Das Ganze und die Bilder, die davon verbreitet werden, sind aber nichts weiter als Fakes. Ist er wahrscheinlich mit Absicht zu Falle. Ich sag dir ehrlich, ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Also ich finde ihn extrem lustig und extrem unterhaltsam. Ähm, aber ich weiß nicht, ob er... Also teilweise weiß er wahrscheinlich eh auch, dass er das... Also macht das Sachen so ein bisschen als Meme. Aber ja, ja, so halb, 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 halb. Dream Daddy Cult Ending Das Kultende oder Escape from Margarita Zone ist ein geheimes Level, das angeblich in dem Spiel Dream Daddy, ein Dating-Simulator, existieren soll. Dieses Ending unterscheidet sich enorm von allen anderen im Spiel, dream da man plötzlich gefesselt im Kerker eines Kultes wiederzufinden ist. Ja, das das ist in der diesem dream. Ending wird versucht, dass Joseph, einer der Charaktere des Spiels, umgebracht wird, und es kommt zu einem Messerkampf, bei dem Joseph schwer verwundet wird. Da dieses Level so absurd wirkt, dachten viele, dass es ein Fake sein muss. Doch tatsächlich hatten die Macher des Spiels dieses Level ursprünglich eingebaut, da sie große Horrorfans sind, aber es dann später wieder gestrichen, da es zu brutal war und nicht zum Spiel passte. Brauch Als Fans dann, in die Hose. aber in einer alten Version, in <laughs> den Dateien des Spiels herumforschten, bemerkten sie das geheime Ende und machten Videos darüber. Scribulous Fingor. Zurück zu den Geheimcharakteren in Spielen. Im Spiel New Super Mario Bros. für den Nintendo DS soll es in den Game-Dateien... Ist das eher eine Hand? Das ist eine Hand, oder? Oder Chat? Eine Figur namens Scribulous Finger geben. Dieses Wesen ist angeblich ist ein Kok? Alternativer Buhu. Ein Geist, der den Spieler jagt und versucht, ihn mit seinem Finger zu berühren. Ja, ja, mit Fans, dem die dieses Wesen entdeckt haben, ja, ja. haben Shigeru Miyamoto, der Macher der Spiele, gefragt, was es damit auf sich hat, und er soll daraufhin sehr nervös gewirkt haben und antwortete nicht auf die Frage. Deswegen sind viele Fans der Meinung, dass hier mehr dahinter stecken muss. In Lissi, Wahrheit ist das Ganze schön. aber nur ein Fake aus dem Internet, das verbreitet wurde. Das Interview mit Miyamoto hat es auch nie gegeben und die Datei von Scrupulous Finger war auch nie im Spiel enthalten. Der Sheng Long. Erneut ein geheimer Charakter, der angeblich in Street Fighter 2 existiert haben soll. Es gab unterschiedlichste Ideen, wie man Sheng Long freispielen und benutzen kann, doch Sheng Long existierte nie in dem Spiel. Aber es gibt einen guten Grund, warum Leute glaubten, er tut es. Denn ihr müsst wissen, in einem Satz, den Ryu im Spiel sagt, gab es einen Übersetzungsfehler, bei dem das Wort Shuyuken falsch übersetzt wurde. Und zwar mit Shuyoka. Der Satz hätte eigentlich lauten müssen, du musst den Shoyuken besiegen, um eine Chance zu haben. Stattdessen ja. stand dann dort, du musst Shenlong besiegen, um eine Chance zu haben. Daher dachten viele Leute, dass Ryo über einen neuen Charakter aus dem Spiel redet. can Play as Master Hand. Und wir hören nicht auf, der nächste Charakter, der in Smash Bros <laughs> spielbar sein soll, ist Master Hand, einer der Bossgegner aus dem Spiel. Das okay. Mysterium, das man als Master Hand spielen kann, gibt es seitdem es Master Hand selbst gibt, aber es ist nicht in allen Spielen möglich, ihn zu spielen. In Smash Bros. Ultimate gibt es eine einzige Mission, bei der es möglich ist, Master Hand zu spielen. Und in Smash Bros. für N64, wo es viele Spekulationen gab, war er nie regulär spielbar, sondern nur durch einen Glitch. Aber gibt es da so eine Kampagne oder was? Weil, wo spielst du dann gegen den? Oder quasi, wenn du schon alle freigeschalten hast, dass du dann nochmal als Endgegner quasi gegen diese Hand spielst. Play as Notorious Oxide in CTR. Schon wieder ein Charakter, den man angeblich spielen können soll. Machen wir es kurz. Angeblich kann man in Crash Bandicoot Cars Racing Nitrous Oxide spielen. Okay. Wenn man einfach nur einen gewissen Code eingibt. Und ja kann man, solange man das Game dafür hackt. Nächster Mythos. Nein, bei dir, bei dir steht unten auf Twitch, Zuschauer von Kaiser schauen auch schon Yoga. Kann eh sein, kann eh sein. Ich habe jetzt immer, äh, weil ich öfter mal für Reactions... Ähm, Screenshots brauche für die Thumbnails, schaue ich dann auch öfter mal so bei Shuyoka oder bei Freiraumreh oder bei Dara oder bei wem auch immer rein. Und jetzt werden mir auch wohl viele so vorgeschlagen, halt aus der Bubble. Äh, so, yo, wir haben gesehen, du interessierst dich für Young Feldsalat und so. Wie wäre es mit dem? Äh, voll lustig. Golden Warthog. In Halo 2 gibt es ein bekanntes Fahrzeug, der Warthog. Und auf einer Reklametafel sieht man einen in goldener Farbe. Viele Spieler von Halo dachten, dass es eine Möglichkeit geben müsste, wie man in der Lage sein kann, genau dieses Fahrzeug freizuspielen. Es gab hierbei viele gefakte Screenshots, angebliche Missionen, die man erfüllen muss, aber am Ende gab es nie so einen goldenen Warthog, den man freispielen konnte. Ich denke mal, hey, das ist Peace Marty Thwomp. Thwomp. Ich will nicht mehr. Marty Thwomp <laughs> ist ein grüner Thwomp aus den Mario-Spielen. Einfach random mittendrin. Freunde, ich hab keinen Bock mehr. Angeblich soll man ihn in Mario Kart Wii oder im originalen Mario Kart spielen können. Aber das stimmt nicht. Alles gelogen, er heißt nicht mal Marty, er hat keinen Namen. Wir sind, glaube ich, langsam in dieser Liste durch mit Charakteren, die man angeblich spielen soll, aber hin und Achso, wieder auf. Evil Otto. Ich denke, bei Evil Otto handelt der. es sich um das Mysterium, Evil Otto ist real. Ja, also der, wenn ich so einen Otto, wenn mir so ein Otto in die Finger kommt, oder? dann wäre ich schon, dann wäre ich schon. Wütend, dann sage ich, Otto, was soll der Scheiß? Es geht hierbei um das Spiel Berserk, wo angeblich ein gelber Smiley im Spiel enthalten sein soll. Das dieser ist Smiley Bieten. ist Evil Otto und dieser Smiley soll in der Lage gewesen sein, einen 19-jährigen Spieler im echten Leben zu beseitigen. Denn dieser Spieler <laughs> erreicht Beseitig Counter Nummer 1 der ein Highscore, wo dreimal die Zahl 6 drinne vorkam, um genau zu sein, 16.660, und bekam kurz danach einen Herzinfarkt. Angeblich soll Evil Otto dafür verantwortlich sein. Der. Beweise, dass dies so aber passiert <laughs> ist oder dass das Spiel damit was zu tun hat, gibt es nicht. Da gibt es so einen Song mit, ich weiß gar nicht mit wem. Irgendwer feed Frucht Max und das heißt, was bist du für ein Otto? Da ich kann nichts dafür, aber ich denke jedes Mal an diesen Song mich da, oder heißt das so? Warte mal. Was bist du für? Upsie, für ein Otto? Was bist du für eins Otto? Hugo Nameless, Kulturerbe Achim und Fruchtmax. Du, du, <laughs> du solltest dich schämen, du bist ein Otto. Let's go, All das Bonds ist ein In dem Spiel GoldenEye für die N64 soll es einen Cheatcode geben, der es ermöglicht, Skins für alle James Bond-Schauspieler freizuspielen. Dieser Cheat ist allerdings freie Erfindung und wurde von einem Gaming-Magazin zum 1. April veröffentlicht. Das ist schon was wie Better Call Saul. Witzig. Pikachu hates Sony. Ein sehr besonderer Mythos. In dem Spiel Hey Pikachu kann man über ein Mikrofon mit einem eigenen Pikachu kommunizieren. Man kann dem Pokémon sagen, was es machen soll, und allgemein reagiert es auf den Input, den man gibt. Es entwickelte sich das Gerücht, dass Pikachu nicht. aber ein bestimmtes Wort hassen würde. Und zwar immer wenn man das Wort Sony sagt, würde Pikachu wütend werden und den Spieler angreifen. Manche dachten, es wäre reingebaut worden wegen dem Konkurrenzkampf von Sony und Nintendo, der damals existierte, aber heutzutage weiß man, dass es nur zufällige Momente waren und Pikachu in den meisten Fällen nicht böse auf das Wort Sony reagiert. Shadow BB Ähnlich wie der Purple Guy Animatronic Mythos ist auch dieser. Es heißt, dass es in dem Spiel Five Nights at Freddy's 2 es einen sogenannten Shadow BB geben soll. Sprich, der Balloon Boy soll manchmal auftauchen, aber ist komplett schwarz mit weißem Grinsen. Der Mythos entstand, nachdem 2015 ein Video online gestellt wurde, das eben diesen Shadow BB zeigte. Shadow es war aber Baby. nur ein Fake für Klicks. Purple Yoshi am Anfang von Yoshi's Story sind unterschiedlich farbige Yoshis zu sehen. Oh, oh, du süß die Arsch an, Alter. Also Yoshi ist einer von den cutesten Charakteren, die es gibt. So. Alle davon sind spielbar bis auf der violette Yoshi. Viele Spieler dachten, dass dieser Yoshi auch spielbar sein müsste und versuchten irgendwie ihn freizuspielen. Aber nein, er war nie in diesem Spiel enthalten. Der Gary Smith in Bully ist ein Werwolf. Gary Smith. In dem Spiel Bully von Rockstar Games soll es angeblich einen Werwolf geben. Und dieser Werwolf ist der Schüler Gary Smith. Der ist aber auch Ruder Schwarz. Also ich habe das Spiel nie gespielt. Ich habe damals die Let's Play-Serie von, von PewDiePie geschaut. Das war was, oder? Das Gerücht kommt daher, dass es auf dem Campus dazu kommt, dass man manchmal nachts einen Wolf heulen hört. Und außerdem gibt es auf dem Campus ein Skelett, das viele für ein Werwolf-Skelett hielten. Die seltsamen Vorkommnisse sollen häufig eben bei Gary Smith passiert sein, aber Belege für diese Gerüchte gibt es nicht. Es gibt einen Fre Five Nights at Freddy's-Film. Deswegen, weil ich sehe die ganze Furry, Wahrscheinlich, ich sehe die ganze Zeit, einen, ähm, dass es irgendwo in den Trends ist und sowas, dass Leute über Five Nights at Freddy's irgendwas schreiben. Aber ich habe nicht gewusst, warum. Jetzt weiß ich's. Ich habe einmal gehört, dass, aber anscheinend ist es nicht so, dass äh, American Horror Story geplant hatte, eine Staffel, also die nächste Staffel in den Backrooms zu machen. Aber anscheinend ist es nicht so, was mega schade ist. Ich meine, ich habe. Achso, das hast du vorhin gesagt. Sorry, ich habe es überlesen. Ich habe es überlesen. Nice Shirt, Dankeschön. Ich hatte das vorhin, by the way, äh, verkehrt rum an und mir ist es nicht aufgefallen. Warte, ich, ich, ich ziehe es jetzt verkehrt rum an. Ich ziehe mich Dark nicht da raus, kann ich In Dark Souls gibt es ein Amulett, das man als Geschenk direkt zu Beginn bekommt. Die Beschreibung von diesem Amulett ist. Das wird niemandem jemals auffallen, oder? Dass das verkehrt rum ist. Ein simples Amulett ohne Effekt. Ich lass jetzt Viele so. Leute fanden das etwas offensichtlich und vermuteten, dass es irgendeinen versteckten Nutzen für dieses Amulett geben muss. Doch es gilt als Beleg, dass dieses Amulett tatsächlich einfach nutzlos ist. Damn! Islamic Chanting in Ocarina of Time, Fire Temple. Laut diesem Mythos heißt es, dass in dem Spiel Ocarina of Time eine besondere Musik im Feuertempel abgespielt wurde. Denn eigentlich versucht Nintendo jegliche Anzeichen von Religion aus ihren Spielen fernzuhalten, doch in genau diesem Tempel hörte man angeblich einen islamischen Gebetsgesang. Und tatsächlich ist dieser Mythos war. Nintendo hatte einfach eine Sounddatei aus einer Ansammlung von Gesängen genommen, ohne genauer zu recherchieren, was diese Gesangsdatei wirklich ist. Also ich war mal in der Türkei auf Urlaub und das war also in Istanbul. Und das war richtig funny, wie. Also funny, also mit Funny meine ich halt interessant so, wie das dort ist, weil dort ist, glaube ich, fünfmal am Tag, fünfmal am Tag vielleicht ja na oh ja theoretisch müsste es fünfmal am Tag sein ähm, kommt so ein Gesang also sitzt irgend so ein Dude äh, in der Moschee drinnen glaube ich sogar oder der sitzt keine Ahnung vielleicht ist er auch im Homeoffice oder so und singt halt einfach und das wird halt überall in der Stadt halt so herum mit so Lautsprechern und sowas ne und das ist richtig erstens ist erstes ist ist, ist, ist ist richtig praktisch weil du weißt dann die Uhrzeit und <laughs> so wie in Köln ja in Köln ist dann was in Köln ist dann hier äh, Kabinenparty oder sowas wird dann abgespielt. Ja, ja, eben, Gebetsaufruf. Ja, ja, ich weiß eh warum. Aber äh, ist interessant. Ist echt interessant. Aber ist auch sauschön. Also generell Istanbul war richtig, richtig schön. Und generell das Geile an Istanbul ist, oder, oder das Geile an Istanbul war, dass die überall solche äh, so, so, äh, also Roof Terraces, weißt du was ich meine? Also du gehst halt irgendwo, du gehst auf der Straße entlang und die sagen dir, yo, was geht ab? Wir haben hier geile Cocktails und sowas und du denkst so, ja, keine Ahnung, du sitzt halt da unten an der Straße, was ja eh auch fein wäre, aber nee, du gehst dann so rein und du fährst mit so einem Lift nach ganz oben, sechs Stockwerke nach oben und bist auf einmal auf so einem Rooftop, richtig nice, aber es ist überall so. Aber das, was ich wirklich gar nicht mag und das ist halt in, in äh, zum Beispiel in der Türkei ist es halt so oder in ein paar anderen Ländern, dass du dort sehr oft angesprochen wirst von den Leuten. Also du gehst so, in Italien ist das auch so, du gehst so dorthin zu einem Restaurant und du siehst so die Speisekarte. Na, und du willst so die Speisekarte durchlesen, aber du kannst nicht, weil da straight irgendein Kenner zu dir kommt und dann sagst du, so, ja, oh, hallo, ich habe gesehen, sie interessieren sich für unser Essen und bla bla bla. Haben Sie schon gesehen, wir haben auch Brot und so. Und das ist dann so, ja, Bro, lass mich vielleicht in Ruhe. Na, lass mich vielleicht mal in Ruhe schauen. Das mache ich auch überhaupt nicht, wenn ich in so Stores reingehe. Und ich weiß, die Verkäufer, die können halt nichts dafür, oft. Aber äh, wenn dann straight ein Verkäufer zu dir kommt, so: Ja, Bruder, ich habe gerade erst einen Foot reingesetzt in dieses, in dieses Etablissement, was sie hier besitzen. Und ich kann nicht mal in Ruhe shoppen. Ist halt irgendwo so: Weißt wenn da deine wenn da deine Karte eh schon draußen ausgestellt ist, dann lass mich bitte schauen. Weißt du, was ich meine? Lara Godel, Dankeschön für den, für den äh, Sub. Mr. Mix. Um das Aber Mr. Mix Jahr 1990 herum soll es einmal Vic. ein Spiel namens Mr. Mix gegeben haben. Dies war ein Lernspiel, bei dem Strawberry. man lernen sollte, wie Worte richtig geschrieben werden und wie man sie schnell auf die Tastatur eintippt. Einige Sachen waren merkwürdig an diesem Spiel. Man hörte im Hintergrund gruselige animalische Geräusche. Es gab Schwierigkeitsgrade, die unschaffbar waren für Menschen und Kinder. Und vor allem hatten viele Leute, die das Spiel spielten, schreckliche, wiederkehrende Albträume. Ich weiß nicht, dass sie teilweise Provision bekommen, aber das ist halt auch einfach dann nicht. das ist dann einfach nicht äh, smart vom Geschäft, weil mich schreckt das extrem ab, wenn ich. Also wir sind dann immer gleich weitergegangen, wenn wir zum Kellner, äh, also wenn so ein Kellner uns straight angesprochen hat, dann sind wir direkt weitergegangen, meine Freundin und ich. Und auch im Geschäft ist dann so so ja, nee, ich brauche keine Hilfe. Bitte lassen Sie mich. Also wenn ich Hilfe brauche, dann gehe ich direkt zu einem, zu einem Dude hin oder zu einem Dudette und frage halt. Auch, auch, auch voll höflich und sowas. Äh, aber sonst, ja, es ist halt, ich verstehe das Konzept, aber also es ist nicht meine Art von Einkaufsexperience. Vor allem viele Kinder bekamen wiederkehrende Albträume von Mr. Mix. Angeblich hatte Mr. Mix allen Kindern in den Träumen <laughs> ein Geheimnis erzählt, an Man das sich für die Menschen Kinder aber Kinder. nicht mehr erinnern konnten, sobald sie aufwachten. Es war eine sehr gruselige Geschichte, doch tatsächlich hat es dieses Spiel von Mr. Mix nie gegeben. Es ah. ist eine Creepypasta. Pasta. Schade. Lost Nero Family. Hey, Just Im Nero. Im Spiel Final Fantasy IX soll es eine geheime Mission geben, die 13 Jahre lang unbemerkt blieb. Es geht hierbei um eine Mission mit der Nero Family. Aha. Schau und hier die, warte mal, die Glow Up. Die Narrow Gang, na eklar, eh na eklar. Eh ich verstehe nicht ganz, um was es da geht, aber was ich euch sagen kann, ist, dass es tatsächlich 13 Jahre gedauert hat, bis man dieses versteckte Level oder diese versteckte Mission gefunden hat. Glow up the Narrow Gang. Lunar Game. Luna Game oder Luna Games sollen kurze My Little Pony Spiele sein, oder die erstmal relativ normal wirken und es sind simple Jump and Runs. Aber dann auf einmal fang Okay, Ru okay. versteht mich bitte nicht falsch. Uh, sorry, aber als Verkäufer hast du deine Kunden zu grüßen, und um ihnen Hilfe anzubieten, kommt halt darauf an, wie, ja, safe. Aber ich rede davon, dass wenn du in den Store reingehst, so zum Beispiel, ich gehe jetzt in einen DM rein oder in einen Rossmann oder was auch immer oder in einen Beeper bei uns in Österreich und es kommt straight jemand zu dir her und sagt, hallo, ich habe gesehen, sie, sie kommen hier rein, kann ich ihnen, was, kann ich ihnen bei irgendwas behilflich sein? Wollt es vielleicht ein neues Dusch geben? ihr du vielleicht ein neues Shampoo und so? Das ist bei uns eh nicht so der Fall. Bei uns ist es nicht so der Fall. Aber teilweise gibt es Geschäfte, wo dir das schon auffällt und wo du dir dann denkst, halt... Ich, gehe, ich bin ja eh schon drin im Laden. So, bitte, lass uns mich einmal kurz rumschauen. Ich, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Einfach nur, also, wenn dir das aufgetragen wird als Verkäufer, dann kannst du nichts dafür. Dann ist es halt einfach vom, vom Geschäft her eine blöde Aktion. Und wenn du einfach ganz normal fragst, so, ja, kann ich Ihnen helfen, dann ist es ja auch was anderes. Gruselige ne? Nachrichten an aufzuploppen und Bilder tauchen auf, auch die wirklich verstörend sind. Diese Spiele gibt es tatsächlich, allerdings sind es keine offiziellen Spiele zur Serie, sondern der Macher war ein Fan und er ist bis heute unbekannt. Godslayer Bowser Godslayer Bowser ist ein sehr aktueller Mythos aus dem Jahr 2021. Es geht hierbei allerdings nur um einen inoffiziellen Namen, den die Community einer Bowser-Form aus dem Spiel Bowser's Fury gegeben hatte. In diesem Spiel fand Bowser gigantisch und wütend werdend und Zuschauer dachten sich einfach den Namen Godslayer Bowser aus und verbreiteten ihn. Oberficker Bowser. The Time Limit in Luigi's Mansion. Laut diesem Mythos gab es im originalen Spiel Luigi's Mansion früher einmal ein Zeitlimit, in dem man das Spiel beenden musste. Man hatte angeblich nur 24 Stunden Zeit gehabt, das Spiel zu beenden, da ansonsten der Versuch als nicht erfolgreich galt und man musste wieder von vorne anfangen. So ein Zeitlimit hat es allerdings im fertigen Spiel nie gegeben, aber eventuell in einer früheren Demo. Aber es stimmt, im Baubarkt passiert das nie. Im Baubarkt ist es Bombe, da kannst du reingehen und du gehst einfach nur herum und halt vielleicht wenn dem auffällt, so du gehst halt die ganze Zeit hin und her, dass der dich irgendwas fragt, so yo, keine Ahnung, suchen sie irgendwas oder so. Aber, und die sind ja auch alle voll nett im Baumarkt, ne? Da gibt es auch so eigene Infoständchen. Aber das Ding, das Ding ist, immer wenn ich in den Baumarkt reingehe, sind da irgendwelche Väter. Und Väter wissen immer voll viel über so Baugeschichten und sowas. Und da muss ich immer so tun, als hätte ich voll die Ahnung. Weißt du, was ich meine? Dann stehe ich so davor und denke mir so, ja, Mann, 483er Schraube. Ey, klar, e klar. Ah, das ist Metall, oder? Weißt du, was ich meine? Und da musste immer, da musste immer. Du musst so tun, als würdest du Ahnung haben von irgendwas und dann kaufst du das Falsche. Hidden Citadel in GoldenEye 007 In dem James Bond-Spiel GoldenEye 007 <laughs> gibt es eine angebliche Map namens Citadel, die in den Spieldateien aber versteckt existiert und bei der es sich nur um eine Testmap handelt, die man niemals erreichen kann. Diese Map existiert tatsächlich in dem Spiel, aber ist nur möglich zu bespielen, wenn man irgendwie das Spiel hackt. Test Zero Fight in Final Fantasy VII. Erneut, ich habe leider keine Ahnung von Final Fantasy, aber in Final Fantasy VII soll es einen besonderen nullten Kampf geben. Dieser Kampf wurde als eine Art Test genutzt, ob die Kampfhandlungen und Animationen funktionieren. Bei diesem Kampf kämpft man gegen Panther-ähnlich... Tabby hey. spendet 3 Euro auf entspannten Johannes. Tabby, dankeschön, wir schauen gleich rein. Sekunde, Wesen. Danke schön. und tatsächlich existiert dieser Testkampf im Spiel. Okay, Tabby hat geschrieben... Hallo, ich arbeite im Baumarkt. Na Spaß. Äh, Tewi schreibt: Habe ich jetzt die maximale Kapazität an Swag? Es ist true. Es ist true. Du hast die maximale Kapazität an Swag erreicht. Äh, ich gratuliere dir. Schreib das bitte in deinen nächsten Lebenslauf. Oder halt in deinen Lebenslauf, bei der nächsten Bewerbung. Das zieht immer. Das zieht immer. Team Fortress Danke 2: für 10th Class. In dem Spiel Team Fortress 2 gibt es ja unterschiedliche Klassen, die man wählen kann. So soll es aber auch noch eine spielbare zehnte Klasse gegeben haben, die man irgendwie geheim freispielen konnte. Der, Der Grund, warum viele dies glaubten, war, dass diese zehnte Klasse ein Witz war, den die Entwickler immer und immer wieder erzählt hatten. Die zehnte Klasse war wirklich ein Witz, oder? Und so fingen die Leute tatsächlich irgendwann an, diesen Witz auch zu glauben. <laughs> Far Cry 5 Static Torture Station. In Far Cry 5 gibt es ein wirklich gruseliges Mysterium, das mit einem Radiomass zu tun hat. Okay. Wenn man mit einem Auto lange genug in der Nähe eines bestimmten Funkturms im nördlichen Teil der Map herumfährt, kann man mit Glück eine Radioübertragung hören, die nichts weiter ist als ein statisches Rauschen. Dieses Rauschen hat jedoch auch Geräusche im Hintergrund, die sich anhören, als ob Menschen schreien oder unter Schmerzen stöhnen. Es gibt keine Informationen über diese Radiofrequenz, aber viele Spieler sind der Meinung, dass es sich hierbei um eine Art Folter handelt, bei der man hört, wie Menschen von einer statischen Frequenz gequält werden. Niemand weiß, was es mit diesem Easter Egg auf sich hat, aber es existiert tatsächlich. Also, das kann ich mir gut vorstellen, weil in Far Cry 5 ist es ja so, beziehungsweise ich. Äh, Ergänzt mich bitte, falls ich da falsch liege. Ich habe Far Cry 5 auch gespielt, aber ich, ich war vor allem Far Cry 3 und 4 Fan. Also, Far Cry 4 war eines der geilsten Spiele ever, meiner Meinung nach. Und da ist ja auch so, dass es so einen Bösewicht quasi gibt, der über dieses Gebiet herrscht, sowas auf die Art. Und da ist Safe auch Torch und sowas halt dabei. Weißt du, jemand? Ich mein? Reviving General Leo and Final Fantasy 6. Zurück zu Final Fantasy. Also in dem Spiel es 6 <laughs> hat ist ein gar Charakter kaputt. namens General Leo der stirbt. Laut einem Gericht soll es aber die Chance geben, dass man ihn mit Hilfe eines Cheatcodes zurück ins Leben rufen kann und er wieder spielbar wird. Und das stimmt tatsächlich. Es gibt diese Möglichkeit General Leo zurückzuholen. Geil. Cackroc. Im Jahr 1993 Richtig soll die Firma keck. Sega ein sehr seltsames Spiel namens Keckrock herausgebracht haben. Das Spiel soll schrecklich gemacht sein und kaum Schrock around the Croc. A fun family experience. Ja, da bin ich mir sicher. Hier ist hineingeflossen, weswegen vermutlich auch kaum ein Mensch im Besitz dieses Spiels ist? Im Jahr 2016 kursierten dann Bilder im Internet, die Szenen aus dem Spiel zeigten und Cat viele Cock. versuchten, eine Kopie des Spiels zu ergattern. Aber man muss leider sagen, dass das alles nur ein großer Witz ist, der im Internet verbreitet wurde. Oh. Cat croc existiert nicht. Ich hätte gespielt. Kirby Red Diamond. Kirby Red Diamond soll ein geheimes Spiel sein, das Nintendo früher entwickelt hat, das dann aber nicht veröffentlicht wurde. Trotzdem soll es einige Kopien des Spiels gegeben haben, die auf der Welt noch existieren und die Existenz des Spiels belegen. Und tatsächlich, das Spiel Kirby Red Diamond ist echt, aber es ist kein offizielles Nintendo oder Kirby Spiel. Es handelt sich hierbei um Bruder, da steht official Nintendo <laughs> Official Nintendo, ja, Seal of Quality, aber es ist offiziell Nintendo. Ein schlecht gefaktes Kirby-Spiel, bei Ach dem man so. sich einfach ein neues Design für die Hülle und einen neuen Namen überlegt hatte, damit Leute es kaufen. Sorry, Cake Kirby, wie wär's damit? Mortal Kombat, SNES, Blood Code. In Mortal Kombat gibt es ja einige. Oh, uh, das ist die. Das ist die NSFW-Version, oder? Von Blutige und grausame Szene. Als aber Mortal Kombat veröffentlicht wurde und auch als Kopie auf der SNES spielbar war, entschied sich Nintendo dazu, dass kein Blut fließen darf, damit das Spiel nicht so grausam wirkt und man immer noch als familienfreundliche Firma zählt. Im Internet kursierten daraufhin aber Gerüchte, dass Mitarbeiter bei Nintendo einen geheimen Code eingebaut haben oder einen Hack eingebaut haben, der eben das Blut ins Spiel zurückbringt. Dieser Blood Code ist allerdings frei erfunden. Nintendo ließ keine Möglichkeit offen, dass man die Szenen wie im Original sehen kann. Beating the Running Man In dem Spiel Ocarina of Time gibt es ein Wettrennen, das man gegen den sogenannten Running Man machen kann. Dieses Rennen ist unfassbar schwer und es wirkt so, als ob der Running Man, egal was passiert, immer gewinnt. Im Internet verbreitete sich dann das Gerücht samt Screenshots und Videos, dass es möglich sei, den Running Man zu besiegen. Auch wenn die Videos echt wirken, ist an diesem Mythos nichts dran. Der Running Man wurde so programmiert, dass es keine Möglichkeit gibt, ihn irgendwie zu schlagen. No, uh... Kanye Quest 3030 Ascension. Es gibt ein Kanye West Spiel, das den Namen Kanye Quest trägt. In diesem seltsamen RPG-Spiel gibt es da. Could, could you be the easy one? Wa warum weiß ich davon nicht? tatsächlich ein paar geheime Nachrichten, die darauf deuten, dass scheinbar ein Kult seine Finger bei der Kreation mit im Spiel hatte. So wird mehrfach davon gesprochen, dass man aufsteigen soll und den einzig wahren Gott anbeten muss und einiges mehr. Viele Spieler hielten diese Geschichte von einem Kult in diesem Spiel für eine simple Creepypasta, doch tatsächlich ist dieser Mythos echt. Der Kult existiert. Oh? Riding Yoshi in Super Mario 64. Machen wir es kurz. Es gibt ein Gerücht, man kann in Mario 64 auf Yoshi reiten. Aber das ist gelogen. Alle Tricks und Codes aus dem Internet sind Fakes und es geht nicht. Schade. Bella Goth Mystery. Das Danke folgende Mysterium Steam. stammt Stream. aus einem Spiel, in dem man vermutlich keinen Horror oder so erwarten würde. Steam's. Aber es geht um das bis heute ungeklärte Bella Goth Mysterium. Das Mysterium jetzt hier komplett zu erklären, würde viel zu lange dauern und ein eigenes Video benötigen, aber in diesem Mythos geht es darum, dass Bella Grusel oder Bella Goth, wie sie im Original heißt, scheinbar verwickelt ist in einige seltsame Vorkommnisse. Bella Grusel? Ja, was gehabt, ich finde es Bella Grusel. Sowohl ich habe damals, okay, ja, erzähl wurde mal. Wurde sie anscheinend von Aliens entführt, schien durch die Zeit gereist zu sein und in späteren Teilen wurde sie eventuell Opfer von Manipulation und Entführung. Seit einigen Spielen erweitert sich nun also das Mysterium um einen der beliebtesten Charaktere, den es im Spiel gibt. Und tatsächlich, dieses Mysterium ist anscheinend wahr. Wie gesagt, Tschüss. es ist eine Theorie, aber Hinweise in Sims deuten darauf hin. Ich habe damals mit meiner Schwester. In, ich habe damals äh, auf der PS2 Sims gespielt. Ich weiß nicht mal, welches es war, Sims 2 oder irgendwas. Für die PS2 und das war so geil. Nur das Problem war, irgendwann ist mein, äh, ist mein Controller irgendwie hat nicht mehr richtig funktioniert oder so und ich konnte nicht mehr auf X drücken. Äh, und das Problem daran ist, dass X sehr essentiell ist, um dieses Spiel zu spielen. Und was dann passiert ist, ist ich konnte nichts mehr machen und äh, ich konnte nichts essen, ich konnte nichts trinken, ich konnte nichts aufräumen, nichts. Und dann ist mein mein, mein, mein Charakter ist einfach gestorben. Ohne X geht nichts, ist true. Aber ich hatte eine Mörderidee. Aber es hat nicht funktioniert. Naja, ich war halt ich war halt sehr jung damals. Ich habe nicht wirklich gecheckt, wie das Spiel funktioniert. Und ich wollte also auch so ein bisschen Spaß. Aber ich habe so ein Haus. Wir hatten ein Haus. Und dann habe ich, äh, als wir genug Geld hatten, habe ich vor dem Haus so eine Mauer aufgezogen. Und an dieser Mauer habe ich lauter Pissoire angebracht. Weil der Plan dahinter ist, dass die Leute, die vorbeigehen, eventuell pissen müssen und dann halt irgendwie so Trinkgeld da lassen oder so. Ja, es wäre schon smart gewesen, aber es hat keiner gemacht. Also die Leute sind vorbeigekommen und haben, glaube ich, gepisst, aber es hat keiner bezahlt. Also da kannst du dich auch. Was ist mit der Nachbarschaft los? Muss ich da fragen. Und damit haben wir vier der insgesamt sieben Ebenen des Eisbergs. Ich sag nicht, dass das eine blöde Idee wäre. Doch nun kommen wir in immer düsterere Gebiete, mit Theorien und Mysterien, von denen ihr vermutlich noch nie gehört habt, aber die euch eventuell das Furchten lernen können. Oder es geht wieder um 1000 Charaktere, die angeblich in Smash Bros. zu finden sind, oder 1000 Leute, die in Final <laughs> Fantasy gestorben sind und irgendwie wiederbelebt werden können. Der macht sich selber, über sich selber lustiger da. Sparky the Dog. Sparky the Dog ist eine Legende, die besagt, dass im originalen Teil von Five Nights at Freddy's noch ein weiter Animatronic existierte. Und zwar Sparky the Dog. Er war ein Animatronic, der wie ein Hund in einer blauen Latzhose aussieht. 2014 wurden Bilder von Sparky auf Tumblr verbreitet und diese Bilder zeigten, dass Sparky existierte und tatsächlich friedlich war. Er war der einzige Animatronic, der niemals den Spieler angreifen würde. Und sah einfach nur gruselig aus auf den Kameras. Leider stellte sich später heraus, dass die Bilder von Sparky nur Photoshop-Fakes gewesen sind. Ah, es schaut stabil aus. Pokegods. Pokegods ist die Bezeichnung für ein Gerücht, das entstand, während die zweite Generation der Pokémon-Spiele gerade produziert wurde. Bruder, was ist. Also ich kenne mich nicht aus mit Pokémon, ja? Aber was ist das? Bruder, wie heißt das? Schreibt jetzt rein, wie das heißt, aber no, no cap. No cap. Es hieß, dass sie. Bruder, was ist das? Was mache ich mit dem Vieh? Das ist ja richtig dumm. Das kenne ich, weil das kannst du in Dingen spielen. Und das ist Glurak oder so. Aimon. Marvin. Eckbert. Ein Scheiß. Das heißt doch nicht Ei. Das gibt es nicht. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. okay. Na, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Oder den kenne ich. Der ist echt. Der ist echt. Also, ihn kenne ich auch. Aber das ist eine andere Version von dem. Das ist so der Stiefbruder, den kenne ich auch. Und da gibt es irgendeinen, der ist irgendwie squishy oder irgendwie so, ne? Genau. Sich in den originalen po Und den gibt auch, das ist dieser blöde Stein. Pokémon spielen, Pokémon Rot, Blau, Grün und Gelb, sogenannte Pokémon Götter versteckt halten. Dies waren Pokémon, deren Pokédex Nummer über 150 lag. So gab es das Gerücht, dass zum Beispiel okay, Mew das ein pokémon war, aber auch Dornfan, Togepi, Lashoking und Dutzende andere ausgedachte Pokémon sollen angeblich im ersten Spiel existieren und fangbar sein. Im Internet kursierten unterschiedlichste Bilder und diese sollten zeigen, wie Pokegods aussehen, aber alle diese Bilder stellten sich später als Fakes heraus. Man ahnte nicht, dass eine zweite Generation von Pokémon bald erscheint und dachte, dass Bilder von Togepi und Co bedeuten, dass dies Pokémon sind, die man im originalen spiel hätte finden können. Der einfach Squishy. Pika Blue. Passend dazu gibt Was? es auch... Hätte finden können. Pika Hey, falls du dir das echt alles durchliest, danke, dann mache ich das nicht umsonst. Oder ich gebe dir einen Like sogar. Pika Blue. Passend dazu gibt es auch den Pika Blue-Mythos. Während die zweite Generation Pikablu. produziert war, waren tausende Menschen davon überzeugt gewesen, dass es ein Pokémon namens Pika Blue geben wird. Ein Pikachu vom Typ Wasser, das blau gewesen ist, aber Pikachu relativ ähnelte. Und tatsächlich gab es Pika Blue wirklich, aber nur so halb. Denn ihr müsst wissen, das Pokémon, das hier gemeint ist, ist Meryl. Spieler sahen Bilder von Meryl sowie ja, eine falsche klar. Übersetzung, Sicher. die Meryl kurzerhand als Pika Blue bezeichnete und so war dieser Mythos geboren. Laser Suit in Super Mario World. Im Jahr 2006 tauchte ein Video auf YouTube auf, das einige seltsame Dinge im Spiel Super Mario World zeigte. Denn angeblich gab es in dem Spiel eine geheime Röhre, die den Spieler in die streng geheime Area brachte, und dort bekam Mario angeblich einen Anzug, der mit Lasern ausgestattet war. Ich denke, ich brauche euch wohl kaum erklären, dass es sich hierbei um einen Hack handelt und dieser Laseranzug nicht wirklich existiert. Ja, Bro, da gab es damals in GTA San Andreas, da gab es ein Video auf YouTube, da ist der Typ, der Typ ist mit seinem Charakter, also mit dem CJ, ist er von der Grove Street, wenn du die Grove Street runterfährst, dann geht es so, keine Ahnung, 200, 300 Meter weiter auf der linken Seite so einen Store, wo du dir Kleidung kaufen kannst. So, in der Nähe vom Gym, falls ihr wisst, was ich meine. Ist ja egal. So, so ein Kleidungsstore. Und da gibt es eine Chain. Und die Chain ist äh, quasi geshaped wie der Kontinent Afrika. Und der hat sich die gekauft. Genau, im Binko. Im Binko, Bruder. Der hat sich die gekauft. Und dann ist er in den. Äh, also hat er sich die quasi angezogen. Und als er rausgekommen ist, war er einfach Superman. Er hatte so ein Superman-Kostüm. Und er ist dann so rausgegangen auf die, auf die Straße und ist dann so herumgeflogen und so und konnte Autos durch die Gegend werfen und was weiß ich was. Ich wette, das, das Video findet man noch auf YouTube. Und ich dachte damals, das ist real. Da merkst du mal, wie blöd Kinder eigentlich sind. Aber ich dachte, das ist real. Und ich bin so oft zu diesem Binko gefahren und hab's probiert und hab dann, und ich hab's nicht gecheckt und so. Und wie geht das und was hat er genau gemacht und so. Bruder, einfach wahrscheinlich Superman, wenn du dir die Afrika-Kette kaufst. Na schade, schade. 17th Colossus. Im Spiel Shadow of the Colossus, wo man gegen mehrere gigantische Gegner kämpfen muss, gab es angeblich einen geheimen 17. Koloss, gegen den man auch spielen konnte, wenn man vorher alle 16 normalen Gegner besiegte. Es heißt, wenn man den Shrine of Worship erklingt, würde der letzte Bossfight getriggert werden. Das ist der Allerdings in der Ecke. gab es tatsächlich gar keinen 17. Koloss im Spiel. Jedoch muss hier erwähnt werden, dass es acht weitere Kolosse gab, die damals programmiert wurden, aber nie im Spiel eingebaut wurden. Wie alt ich damals war? Keine Ahnung, 13 oder 12 oder so, ich weiß nicht. Aber lass mal ganz kurz, lass mal ganz kurz. GTA San Andreas, äh, super. Superman. Legendary. GTA, GTA San Andreas Superman Mod. Das heißt sogar Superman Mod. Vor 17 Jahren. 2006. Im Oktober 2006. Schau, da geht da rein. Ich schwöre, das ist diese, diese, diese Chain, oder nicht? Achso, dann hat er. Okay, dann, dann habe ich das jetzt falsch im Kopf. Und dann fliegt er da so herum. <laughs> Und ich habe glaubt, ich kann das machen, Alter. Warum ist das die meistwiederholte wiederholte Stelle? So blöd. Ursprünglich war nämlich die Idee gewesen, dass man in dem Spiel gegen 48 Bosse kämpfen muss, bevor die Zahl dann auf 24 reduziert wurde und all diese 24 Bosse wurden zumindest geplant, bevor man dann nochmal 8 davon wieder entfernte. Der Madden Curse. Der Madden Curse oder Madden Fluch ist etwas sehr Besonderes. Denn Madden ist eine football von EA. bei Was hat der für einen stabilen Bart, Bruder? Also ich kenne, ich kenne kenn mich nicht aus mit so äh, Cricket oder halt. Äh, ähm, na, wer ist das? Ralf Floren. Mit dem aber, auf dem ja. Cover immer irgendein top der letzten Saison abgebildet wird. Viele Spieler wollen aber heutzutage nicht mehr auf dem Cover von Madden erscheinen, da man sonst angeblich verflucht wird. Denn die meisten Spieler, die auf dem Cover des Spiels erschienen sind, erlitten nur wenig später schwere Verletzungen, die teilweise die Karriere der Spieler stark beeinflussten. Nur wenige Spieler waren von diesem Fluch nicht betroffen gewesen. Das Ganze könnte natürlich ein gigantischer Zufall sein, aber diesen Fluch gibt es scheinbar tatsächlich. Glaube ich auch, dass wenn du auf dem Frontcover drauf sein könntest, dass du sagst: Nee, lieber nicht. Bills Secret Garden. Na und jetzt schaut's was mit Eden Hazard passiert ist. Ha! FIFA, wann war das FIFA 18? In Pokémon Rot und Blau gibt es das Haus von Bill. Dies ist das Haus, in dem ein Junge wohnt, der verantwortlich ist für das Pokémon Lagerungssystem. Wenn man allerdings das Haus von Bill besucht, bemerkt man relativ schnell, dass hinter seinem Haus scheinbar eine Art Gang weiterführt. Im Inneren seines Hauses befindet sich aber keine Tür, die in diesen Garten oder Gang führen würde. Daher dachten viele Leute, dass es sich hierbei um ein Easter Egg handeln muss oder eine geheime Zone und dass es irgendwie einen Weg geben muss, um den Garten zu erreichen. Angeblich sollen dort dann seltene Pokémon leben, die man fangen kann. Doch mit Hilfe eines Moduls, wodurch das Spiel gehackt wurde und man durch Wände laufen konnte, wurde klar, dass Bills Garten, wie er genannt wurde, einfach nur eine Textur ist. Damn. Red Dead Redemption 2 Ghostly Apparitions Ähnlich wie in GTA 5 gibt es auch in Red Dead Redemption 2 viele Gerüchte über angebliche übernatürliche Wesen. Und so also habe ich mir auch überlegt, dass ich mir das Spiel hole, aber habe ich im Endeffekt nicht. Aber auch nur, weil ich halt kaum Zeit habe, so. Aber das wäre echt auch ein geiles Spiel, Safe gewesen, weil Red Dead Redemption 1 war auch sehr, sehr nice. Gibt es das Gerücht, dass man nachts einen Geist sehen kann? Und tatsächlich ist es möglich, im Blue Water Marsh zwischen 21 und 3 Uhr nachts eine geisterhafte Gestalt zu erblicken. Diese Gestalt ist Agnes Dowd und wenn man sich ihr nähert, wird sie verschwinden. Not Intended for Rise In dem Spiel Overwatch gab es eine Legende, die sich im Jahr 2016 verbreitete. In-Game soll es nämlich eine Konversation zwischen Mercy und Reaper gegeben haben, wo Mercy sagt... Dies ist nicht, was ich für dich geplant hatte, Rise, woraufhin Reaper antwortet, du wusstest genau, was du tust. Diese Konversation soll daraufhin deuten, dass Mercy Reaper vielleicht wiederbelebt hat, dabei aber etwas schiefgelaufen ist und Reaper sich deswegen in diesem Zwischenstadium zwischen Leben und Tod befindet. Das Ganze klingt glaubhaft, aber wenig später wurde klar, dass diese Konversation gefaked wurde und überhaupt nicht im Spiel enthalten ist. JVK1166Z.esp Dieser Code ist in Wahrheit ein Mod, den man für Morrowind herunterladen konnte. Dieser Mod verhielt sich aber. Sieht aus wie so ein Geist und der steht hier so verkehrt und der sackt seinen eigenen Kork. Es tut mir leid, dass ich sage, aber das ist das Erste, was ich sehe. Merkwürdig. Es gab Aussagen, dass er das Spiel und alle Spielstände einfach löschte, das Spiel abstürzen ließ, aber auch gruselige Dinge im Spiel passierten, die keinen Sinn ergaben. So gab es zum Beispiel einige wichtige Charaktere im Spiel nicht mehr und andere Charaktere, die noch da waren, standen einfach nur rum und wenn man mit ihnen sprach, sagten sie immer nur den Satz, schau in den Himmel. Außerdem war es seltsam, dass man Leben verlor, wenn man still auf einer Stelle stand. Dies alles lag daran, dass es einen neuen Charakter im Spiel gab, der einen die ganze Zeit während man spielte beobachtet hatte. Dieser Charakter heißt der Assassine. Es ist eine Gestalt, die fast komplett unsichtbar war und außer wie ein Hybridwesen aus Mensch und Spinne. Sie Jetzt sehe ich erst, das sind zwei Arme. Also hier sind zwei Arme und dann ist hier noch einer. Also da ist quasi eine Person und dann ist hier drüber. Ah, der trägt jemanden oder nicht? Ich bin so verwirrt, dieses Bild verwirrt mich aber nur. Sie verfolgt einen plötzlich und wird erst dann sichtbar, wenn man stirbt. Allgemein verbreitet sich der Glaube, dass dieser Mod in Wahrheit vielleicht sogar ein Virus gewesen ist, den man sich nach dem Download auf dem PC geholt hatte und der Macher des Virus dann Zugriff auf den eigenen PC und das Spiel hatte. Aber ja. keine Panik. Auch nach langer Suche im Internet wird man diesen Mod nicht finden können, da es sich hierbei ebenfalls um eine Creepypasta handelt. Keine Panik auf der Titanic. Winterworld in Super Mario World. Dies ist ein simpler Eintrag. Man vermutet, dass es in Super Mario World eine Winterwelt gibt und viele Screenshots schienen dies zu belegen. Aber es gab so eine Welt nie. Sie ist nicht erreichbar und nur über Hacks und Mods kann man sie irgendwie ins Spiel bekommen. Der Schade. Yoshi und Luigi in Pokémon. Es verbreiteten sich früher im Internet Gerüchte, dass es möglich wäre im originalen Pokémon Spiel Yoshi und Luigi als Pokémon zu bekommen. Dafür brauchte man einen Dratini aus der roten Edition und tauschte es rüber auf die blaue. Dort ja, aber das sieht man doch schon, dass es komplett fake muss ist. Muss man es dann entwickeln in ein Dragoran und dann zurücktauschen. Dann muss man es eben in der anderen Version wieder dorthin gehen, wo Mewtwo lebt, und dort einen Feuerstein auf das Dragoran packen, auch wenn es eigentlich nicht funktioniert, und daraufhin entwickelt sich das Dragoran in ein Yoshi. Das Ganze war allerdings nur ein april gewesen, der gemacht wurde, um leichtgläubige Spieler zu verarschen. <laughs> wow, up. Nintendo On. On. Nintendo On ist eine Spielekonsole, die angeblich vor vielen Jahren von Nintendo produziert wurde. So, es soll Hunger sich dabei an. um eine VR-Brille handeln, lange bevor Oculus und HTC ihre bekannten Brillen auf den Markt brachten. Aber sind die Brillen Real Talk so verbreitet? Weil ich denke mal so, also ich habe mir ja damals eine PS5 geholt und dann habe ich gesehen, so eine VR-Brille kostet schon so mal um die. 500 Euro oder so und das ist halt dann irgendwo auch nicht wert. Also es ist cool, aber wie viele Spiele können, also mit, mit wie vielen Spielen kannst du halt damit was anfangen so. Ich glaube nicht, dass sich das wirklich auszahlt. I don't know. Hierzu wurde ein Video damals gemacht, das diese mysteriöse Konsole zeigte. In Wahrheit ist aber auch dies nur ein Fake gewesen. Schade. Angeblich gibt es in vielen alten Gameboy-Spielen viel Speicherkapazität, die seltsamerweise ungenutzt bleibt. Das verwunderte einige Leute und deswegen hackten sie bekannte Spiele wie Pokémon Rot oder Links Awakening, um zu erfahren, wieso der so Speicher scheinbar vorhanden ist in den Spielen, aber ungenutzt blieb. Dabei bemerkten sie, dass im Spiel selbst, also in der Verpackung, ein weiteres Spiel versteckt war, das eben diesen freien Speicherplatz nutzte. Es hieß Missfortune.GB. Dieses Spiel war merkwürdig. Es sah sehr ähnlich aus wie zum Beispiel Pokémon Rot und Blau oder Links Awakening, weil verschiedenste Assets, also Bilder aus dem Spiel dort verwendet wurden. Ja, okay, aber sehe ich schon einen so für Horror-Games oder ist Fire Safe -crazy. Doch das Spiel war absolut seltsam, denn es wird die ganze Zeit über Hallo. Schicksal und Pech gesprochen. Und auch heißt es im Spiel, dass wenn man falsche Entscheidungen trifft, Menschen, die im echten Leben dir wichtig sind, zu Schaden Beseitig kommen werden. werden. Viele Spieler beschrieben, nachdem sie das Spiel gespielt hatten, dass sie Depressionen und Panikattacken bekamen. Manche fühlten sich sogar täglich verfolgt. Bis heute suchen viele Menschen nach Kopien von diesem Spiel, aber in Wahrheit ist es eine Horrorgeschichte. Reviving the Deku-Butler's Son in dem Spiel Majora's Mask gibt es einen Deku-Butler und dieser Butler hat einen Sohn. Dieser Sohn ist ein scheinbar verstorbener Baum, der einfach nur rumsteht und nichts tut. Im so wie ich, Bruder. Im Internet gab es viele Gerüchte, dass man den Sohn des Butlers irgendwie wiederbeleben kann, aber in Wahrheit ist das leider nicht möglich und der Sohn wird immer in diesem Zustand bleiben. Der, um, Hunter Opfer. Ghost in Luigi's Mansion. In dem Spiel Luigi's Menschen, genauer gesagt im Safari-Raum, soll es einen Endgegnergeist gegeben haben, der so gruselig war, dass Nintendo ihn rausstreichen musste. Dieser Geist war früher selbst mal ein Geisterjäger wie Luigi gewesen, aber spukte nun nach seinem Ableben durch das Anwesen und hatte es auf Luigi abgesehen. Tatsächlich gibt es Aussagen im Internet, die darauf schließen lassen, dass so ein Geist einmal in Planung gewesen ist, aber wirkliche Aufzeichnungen oder gute Quellen, die dies bestätigen, haben wir nicht. Portal 1 Cake Room Ending. In dem Spiel Cake Portal News oder Portal Ending. 1, wie man es nennen will, soll es angeblich ein geheimes Ende geben, wo man zusammen mit dem Companion Cube und einem Kuchen da ist. Wenn man in diesem Raum mit dem Kuchen den Companion Cube auf den Kuchen selbst stellt, kann die robotische Hand, die von der Decke immer runterkommt und die Kerze ausmacht, nicht die Kerze erreichen. Es soll daraufhin zu einem geheimen Secret Ending kommen. Zwar gibt es diesen Raum mit dem Kuchen tatsächlich, dass sich aber hierbei nur um eine Cutscene handelt, ist es nicht möglich, den Companion Cube zu bewegen okay. und auf den Kuchen zu stellen. Eine alternative Cutscene zu bekommen ist demnach nicht möglich. Ich finde das geilste Easter Egg zu so einem Secret Ending hat Far Cry 4. Das kennst du vielleicht sogar. Das ist am Anfang: kommst du in. Also, das spiel ja in Nepal eigentlich. Ich weiß nicht mal genau, wie das dort heißt. Dort kommst du halt an und dann äh, ist, der, ist der Pagan Min. Das ist so dieser, dieser Bösewicht quasi. Und der sagt so: Yo, was geht ab? Wo willkommen in meiner Crib? Wart mal bitte hier kurz für 10 Minuten oder irgendwie so. Ich komme gleich wieder. Und dann geht er. Und dann beginnt halt das Spiel. Und du gehst quasi. Also, da, da gehst du halt raus in die Welt und bla bla, bla und spielst das ganze Spiel durch. Oder. Du wartest einfach, du bleibst einfach nur stehen und dann kommt er nach 10 Minuten wirklich wieder und fliegt dich dann wohin und dann endet das Spiel einfach. Boah, das ist so lustig. Hat Far Cry 5 auch. Ist geil. Project Levitina. Project Levitina. Ich weiß, dass meine Flasche leer ist, aber ich spiele so gerne mit. Ja, ist angeblich ein Projekt von den Machern ja, der beliebten aus. Spiele Doki Doki Literature Club und Doki Doki Literature Club Plus. In diesem Spiel soll es um einen angeblichen Kult gehen Uwo. und immer wieder posten die Creator merkwürdige Tweets, die darauf hindeuten, dass Doki Doki eine Art Nachfolgerspiel bekommt. Dies stimmt tatsächlich. Project Libitina ist in Produktion oder in Planung. Nur wegen dem Erfolg von Doki Doki kam... Okay, ganz kurz. Sorry, dass ich unterbrechen muss. Aber glaubt ihr, ich schaffe einen Triple Flip? Das ist der einfache? Das ist der zweifache? Straight, straight, straight. Okay, okay, okay. okay. Moment, Moment, Moment. War es der Triple Flip? Das war safe, das war safe. Okay, Quad, 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 Quad. Ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf. Junge! Das kann doch nicht sein! Okay. Fucking fünffacher, fünffacher. Nie im Leben, nie im Leben. Ah. Ah. Damn. Fail, großer Fail. F in den Chat. Aber vier waren schon gut, vier waren schon gut. Junge, jetzt ist mein, jetzt ist mein, mein, Ding ist ausgegangen. <laughs> mein PC ist aber, ah, jetzt. jetzt. Sie sind bisher noch nicht dazu, dieses Spiel zu realisieren. Zu so greedy, ich weiß, ich weiß. Awesomeness-Detection. In dem Spiel Rock Band 2 aus dem Jahr 2008 soll es angeblich im Menü einen Cheatcode geben, der eine Awesomeness-Erkennung einschaltet. Doch auf den ersten Blick schien diese Einstellung nichts am Spiel zu verändern. Viele dachten, dass dieser Code ja irgendeinen Nutzen haben musste und so kursierten im Internet die unterschiedlichsten verrückten Theorien umher. Diese Detection existiert tatsächlich im Spiel. Doch einen Nutzen abseits davon, dass man sich selbst als cool bezeichnen kann, gibt es nicht. Ja, aber das ist gut. Das ist Ghost richtig. Of Halo. In mehreren Halo-Spielen soll es angeblich Geister geben und wir können es hier relativ kurz machen. Diese Geister existieren tatsächlich. Als Halo-Geister bezeichnet man Charaktere, die während Multiplayer-Spielen plötzlich aus dem Nichts auftauchen und sich merkwürdig verhalten. Sie stehen einfach nur seltsam rum, greifen den Spieler manchmal ohne Grund an und können teilweise nicht besiegt werden. Diese Geister, wenn man sie Geister nennen will, sind also echt. Er ist dann eh Bug, Der Watkins Killer. Webkins war eigentlich eine Kuscheltierreihe, die später auch in ein Online-Spiel verwandelt wurde. In diesem Spiel konnte man sein Kuscheltier zum Leben erwecken und mit ihm unterschiedliche Spiele spielen. Ja, was für Spiele. Doch angeblich soll es in diesem Spiel auch einen Killer gegeben haben. Der Charakter Dr. Quack soll angeblich ein Killer gewesen sein. Wenn man 32 Mal auf das Plakat in seiner Praxis drückt, soll er eine Kettensäge rausholen und das eigene Webkins-Kuscheltier beseitigen. Das Ganze war aber nichts weiter als ein Gerücht und die Bilder dazu waren nur schlechte Fakes. Echt? Ich dachte, das ist echt. Akuma in Resident Evil 2. Akuma ist ein Charakter aus den Street Fighter-Spielen. Doch genau dieser Charakter soll angeblich als Bonuscharakter im Spiel Resident Evil 2 anzutreffen sein. Angeblich sollte es reichen, den eigenen Namen auf Akuma zu ändern, und wenn man dann eine Top-Wertung erreicht, indem man nur eine Pistole und ein Messer benutzt, soll er plötzlich auftauchen und seine typischen Attacken benutzen können, um Zombies und andere Wesen zu besiegen. In Wahrheit hat sich hier allerdings nur eine Zeitschrift einen Spaß erlaubt und das Ganze frei erfunden. Saving the Yahamam Girl in Bloodborne in dem Spiel Bloodborne gibt es eine Quest, wo es am Ende dazu kommt, dass ein kleines Mädchen, mit dem man die ganze Mission über durchspricht und die süße Dinge zu einem sagt, stirbt. Da viele Spieler Sympathien mit dem Mädchen Geil. entwickelt hatten und es gerne retten wollten, gab es das Gerücht, dass man ihr irgendwie helfen könne, um ein anderes Ende der Mission zu erhalten. Der einzig bekannte Weg, wie man das Mädchen retten kann, ist, indem man die Mission gar nicht erst beendet. Wenn man ihre Mission vollendet, wird sie leider immer sterben. Es tut mir leid, dass du gerade eben Werbung bekommen hast. Ich habe legit eingestellt auf Twitch. Da, da gibt es so einen Regler, wie oft Werbung kommt. Und ich habe original, die, also das absolute Minimum, weil es sind eh nur, es sind im Monat, waren das bei mir, ich weiß gar nicht, wie viel es im Monat war, aber es waren, glaube ich, pro Stream, also für so fünf Stunden Streams oder sowas, waren das ungefähr 5, 6 Euro, die ich verdient habe mit so mit dem Regler so ungefähr in der Mitte und da hab ich dann auch gesagt naja gut wo, wozu weißt du ich meine das sind dann ja im Monat vielleicht 50 Euro oder so aber wenn Hammerhead im im Chat ist dann krieg ich das ja eh mit einer halben Donation oder na <laughs> ist ja Spaß das so, ist halt so ist in, in YouTube also bei YouTube macht es halt Sinn aber bei Twitch ist halt blöd weil du verpasst halt was ne ich konnte hier nicht wirklich herausfinden, um was es bei diesem Eintrag geht. In den Sonic-Spielen gibt es eine Frau namens Maria Eggman. Sie ist quasi die Freundin von Shadow the Hedgehog und sie stirbt, weil sie auf einer Raumstation von einem Soldaten erschossen wird. Dies Aha. ist die offizielle Todesursache. Ich konnte im Internet aber keine Gerüchte über eine alternative Szene oder dergleichen finden. Was ich weiß, ist, dass diese Szene aus einigen Spielen gestrichen wurde oder gekürzt wurde. Was genau hier also gemeint ist, weiß ich nicht, aber Shadow hat eine ziemlich düstere Hintergrundgeschichte. Donkey Kong 64 Creepy Castles Unused Pillar Im Level Creepy Castle in Donkey Kong 64 gibt es eine Säule, die nur dann zu erreichen ist, wenn man als Dixie Kong spielt. Diese Säule sieht merkwürdig aus, so als ob sie irgendeinen tieferen Sinn hätte. Doch wenn man sich darauf stellt oder versucht, mit der Säule zu interagieren, passiert erstmal gar nichts. Daher gab es im Internet viele Gerüchte, wofür die Säule zu gebrauchen war. Doch all diese Gerüchte sind falsch. Es handelt sich bei der Säule um etwas, das eigentlich eine größere Rolle spielen sollte, aber kurz vor Veröffentlichung entschied man sich, diesen Teil des Spiels einfach zu streichen, weswegen nur noch die Säule ohne Nutzen übrig blieb. Geil, einfach eine Säule. Yo, es gibt hier eine Säule. Das war's. <laughs> schubi 203, danke schön für den prime also, bis jetzt, einige, einige von den Dingern sind sehr nice. Einige von den Mythen sind sehr nice. Aber ein paar, so also wie das, das check ich nicht, warum das so drinnen ist. Karazhan Crypt. In dem Spiel, World of Warcraft, Spiel soll es eine geheime Gruft geben, die versteckt auf einem Friedhof auf Morgens Anwesen liegt. Diese Gruft ist eigentlich normalerweise nicht zu erreichen, aber einige Spieler hatten sie in den Game-Dateien entdeckt und erkundet. Dabei bemerkten sie, wie gruselig dieser Ort wirklich ist. An einer Stelle findet man zum Beispiel einen Raum, der unter Wasser ist, und wenn man dort tauchen geht, sieht man riesige eiserne Ketten, die quer durchs Wasser gespannt sind, und an diesen eisernen Ketten hängen die Körper verstorbener Menschen. Dies sollen Sünder gewesen sein, die für ihre Taten bestraft wurden. Allgemein ein sehr gruseliger Ort, der tatsächlich im Spiel existiert, aber ansonsten keinen Nutzen besitzt Leute. und vielleicht nur von den Machern kreiert wurde, weil er cool aussah. Ja? Artisan's Gate in Spyro Reignited Trilogy In dem Spiel Spyro Reignited Trilogy gibt es eine seltsame große Tür, das Artisan Gate oder Tor, wie man es nennen will. So besonders dieses Tor auch aussieht, es öffnet sich nie im Verlauf des Spiels, es bleibt einfach durchgehend verschlossen, weswegen viele Spieler erwarteten, dass es irgendein Trick geben muss, wie man die Tür öffnet. Doch alle Tricks im Internet funktionierten nicht. Diese Tür sollte vermutlich ursprünglich einen Sinn haben, der aber nie im Spiel eingebaut wurde. Einfach durch das Fenster da rechts gehen. Es ist also nichts hinter diesem Mythos. Damn. World 9 in New Super Mario Bros. DS Es gibt bis heute Gerüchte, dass in dem Spiel New Super Mario Bros. für den DS ein geheimes neuntes Level existiert und es angebliche Tricks gibt, wie man das erreicht. Aber das ist eine Lüge. Mushroom Kingdom Hearts Ich bin ehrlich. Ich habe keine klare Ahnung, was genau hier gemeint What the fuck ist. Es gibt im Spiel Kingdom Hearts Wesen, die aussehen wie Pilze und diese gibt es in allen möglichen Farben. Das, das einzige, was ich finden konnte, ist das ein echtes Spiel? Mickey Maus und Mario und der eine da, den es in Super Smash Bros gibt. Was vielleicht hier gemeint ist, ist ein Gameposter, das mal veröffentlicht wurde und den Titel trägt Mushroom Kingdom Hearts. Nee, okay, okay. Dies ist scheinbar ein Kingdom Hearts Spiel oder eine Kingdom Hearts Version, die in der Welt von Mario spielt und daher sieht man ah. auch, dass Super Mario mit auf dem Cover des Spiels abgebildet ist, ein Charakter, der in den Spielen eigentlich nicht vorkommt. Dieses Spiel war allerdings nur ein Fake Bild, das als Aprilscherz verbreitet wurde. Und rückblickend glaube ich, es geht tatsächlich darum bei diesem Punkt des Eisbergs. DR2 Character Hanging in DR3 Es gibt das Gerücht, dass ein Charakter, der sich im Spiel Danganronpa 2 erhängt, im späteren Teil von Danganronpa da zu finden ist. Da sein Körper weiterhin auf Twitch, oder? Das Ganze passt optisch sehr gut zusammen. Eine genaue Untersuchung konnte aber noch nicht klar beweisen, dass es sich hierbei um den gleichen Charakter handelt. Usa ich ich, ich kenne Kingdom Hearts actually gar nicht. Ich habe das nie gespielt. Ich dachte for real, das ist so, äh, solitär. Ich dachte es for real. 1. Scheinbar gibt es ein Gerücht, dass der Charakter Usami in Danganronpa 1 zu finden ist. Und tatsächlich gibt es ein Ending in dem Spiel, wo Usami vorkommt. Ob dieses Ending geheim sein sollte und hier gemeint ist, weiß ich aber nicht. Und damit haben auch. wir auch die nächste Stufe geschafft. Wenn ihr glaubt, dass diese Mysterien schon teilweise merkwürdig waren, dann macht euch gefasst. Je tiefer wir jetzt gehen, desto schlimmer wird es. Brutus, The Bulldog. Wenn man an die Tiere aus dem Spiel Animal Crossing denkt, dann sind sie immer lustig, bunt und freundlich. Doch ja, und der ist überhaupt nicht bunt. Im ersten Teil von Animal Crossing aus dem Jahr 2001 soll es einen besonderen Bewohner Brutus, geben. Brutus der Slayer. Wenn man das Spiel zu lange nicht spielt, kann es passieren, dass ein Bewohner namens Brutus die Bulldogge bei dir einzieht. Brutus ist ein lila-pinker Hund mit leuchtend roten Augen und im Gegensatz zu anderen Einwohnern soll er tatsächlich böse sein. Okay, ganz gut. Cool. Vorhin hat jemand geschrieben, warum siehst du so viele Schwänze in den ganzen Bildern? Sei, sei mal ehrlich. Sei mal ehrlich. Als ob das nicht auffällt. Da auch so mit den, mit den Sackhaaren und so. Bruder, das ist doch eindeutig. Das ist einfach ein Hund mit einem fetten Kock. Den Unterschied bemerkt man vor allem, wenn man mit ihm spricht. Da er sehr böse Dinge zu einem sagt, die man aber nicht verstehen kann, da er ja, nur in Binärcodes ja, ja. spricht. Ja, ja. Man muss diese Binärcodes also erstmal übersetzen. Außerdem soll dein Spiel abstürzen, wenn du sein Haus betrittst. So interessant dieser Einwohner auch klingt, er wurde vermutlich von irgendwem erfunden, denn das einzige Bild, das von ihm existiert, ist gefaked. Super Mario Bros. Chocolate Factory Level im originalen Super Mario soll es laut einem Guide von Jeff Rowan die Möglichkeit geben, in ein sogenanntes Schokoladenfabrik-Level zu gelangen. Boah, so dies ist ein Level, bei dem die Texturen von Blöcken, Pflanzen und dem Wasser braun gefärbt wurden, so dass es aussieht wie Schokolade. Rowan selbst sagte, er wüsste leider nicht, wie man das Level erreicht, aber hofft, dass irgendwer es herausfinden könnte. In Wahrheit war dies aber nur ein Scherz, den Rowan machte. So. Dieses Level hatte er sich komplett ausgedacht. Schade. Kill Switch. Bruder, also ich war in Simpsons. In Simpsons für die PS3 oder von mir ist auch für die PS4, keine Ahnung. Äh, da gab es als ersten Level so einen Level, wo du in so einer, also so einer Süßigkeiten-Welt bist. Bruder, das war der Shit. Ich würde mir das so wünschen. Also ich bin generell so ein Dude. Ich glaube, wenn ich ohne gesundheitliche Probleme und so weiter und so fort mich entscheiden müsste, ob ich immer nur noch süß oder salzig esse, also quasi, wenn ich jetzt so, keine Ahnung, den ganzen Tag nur so Schokolade essen könnte, weißt du, was ich meine? Also, das wäre jetzt auch nicht meins, aber so, na? Dann glaube ich, würde ich süß essen. Ich würde so viel Waffeln, so viel Crepe und sowas, so viel Crepe würde ich essen. Boah, das wäre schon geil. Da Läumel, schön für den Prime Sub. Weil salzig ist, ja, salzig ist auch geil. Salzig ist auch geil, aber halt, I don't know. Immer so süß wie du. Ja, schau. <laughs> Dankeschön. Jo, freut mich, dass du da bist. Äh, aber so nur noch also nur noch nur noch süß oder nur noch salzig weil i don't know Kaiserschmarrn ist auch sehr nice ich habe damals in so einer fabrik gearbeitet äh, also nicht ich, ich war selber nicht so am band quasi sondern halt in der warenannahme slash lager und sowas ne und da haben wir äh, teilweise äh, so, Fehler gehabt in der Produktion. Na, irgendwas ist mal runtergefallen, irgendwas ist mal nicht gut verschlossen gewesen und so weiter und so fort. Und dann habe ich oftmals diese kaputten Sachen, die halt einfach zum Wegwerfen waren, habe ich dann einfach gegessen, weil halt so, warum nicht? Keine Ahnung, mir ist es ja egal. Und äh, das war schon sehr nice. Aber da habe ich dann auch Gewicht zugenommen. War auch nicht gerade so. Laut forterhaft. einigen Einträgen im Internet soll es mal ein Spiel namens Killswitch Switch gegeben haben, das ähnlich war wie Polybios. Dieses Spiel sollte in Tschechien hergestellt worden sein und nur eine relativ geringe Anzahl wurde verbreitet. Gorgane, das Spiel sollte möglichst realistisch gehalten werden. Sobald dein Charakter im Spiel stirbt, ist das Spiel vorbei und danach ist es auch nicht mehr benutzbar. Du kannst das Spiel nicht neu starten. Geil. Auch zu diesem Spiel gibt es viele Gerüchte, dass Spiele angeblich Depressionen oder Albträume von dem Spiel bekamen, nachdem sie verloren hatten. Ja, ich würde auch andere kriegen, wenn ich 30 tatsächlich Euro Das kann im Internet gefunden werden, aber dabei handelt es sich um ein Fanprojekt, die aus der Creepypasta Kill Switch ein echtes Game gemacht haben: Zardragon. Dragon. Das wäre so eine EA-Aktion. Ja, und jetzt muss du 30 Euro noch einmal zahlen, dass du es noch mal spielen darfst. Ich weiß nicht genau, was das und dann Mysterium hier ist. Battle Pass. Zunächst, es gibt ein Zardragon Dragon in Super Mario RPG, aber das ist kein Mysterium. Dieser Drache existiert nun mal. Aber es gibt in Final Fantasy VI ebenfalls einen Star Dragon, der allerdings in den Spieldateien enthalten ist, im normalen Spiel aber nicht bekämpft werden kann. Ich konnte nicht wirklich einen Eintrag finden, aber es könnte sein, dass es sich bei diesem Eintrag vom Eisberg darum handelt, dass man irgendwie gegen den Zardragon aus Final Fantasy kämpfen kann und eben die Frage, wie es funktioniert. Aber wie gesagt, er ist nur in den Spieldateien, aber nicht im Spiel enthalten. Moon Knight and Colossus in PS2, PSP, Xbox Version of Marvel Ultimate Alliance. In dem Spiel... Lol, mein Dad hat beim Manner gearbeitet und hat pro Monat eine große Box mit Süßen bekommen. Also, also der Bruder von meinem besten Freund, der hat oder ist vielleicht immer noch, ich weiß nicht, bei Red Bull und der hat dann voll viel Red Bull nach Hause bekommen und muss das dann auch immer verschenken, weil halt, was machst du mit, also wirklich so viel, viel, viel Red, Red Bull auf einmal. Ich habe zum Beispiel auch... Also ich arbeite ja nicht bei Holy, na, aber ich kriege immer Holy halt Holy zugeschickt, weil erstens ich muss halt testen, bevor ich Werbung mache dafür und zweitens so, ich liebe Holy und ich saufe ja auch regelmäßig äh, und, oder halt immer in den Streams und halt auch viel privat und so. Und das Ding ist, ich habe jetzt zum Beispiel die drei neuen Hydrations, die, die ich eigentlich da hinten auch schon äh, drin habe, in diesen kleinen Probierpäckchen. Und äh, aber davon habe ich jetzt Tabs bekommen. Tabs und den neuen Cherry Cheater. Das heißt, ich habe viermal 50 Portionen Holy. Das sind 200 Portionen, wo selbst wenn ich eine am Tag trinken würde, würde ich ein Dreivierteljahr damit auskommen. Weißt du, was ich meine? Und das geht halt einfach nicht. Und vor allem, es kommen ja dann wieder Weihnachtsflavor und sowas. Das ist ja insane. Äh, und ja, genau, für die Spülmaschine Tabs, genau. Deswegen gebe ich es jetzt immer in meinen Geschirrspüler. na und deswegen, ich verschenke da auch relativ viel. Jana, danke schön für die fünf verschenkten Subs. Apropos verschenken: nächsten Holy Tab kriegst du. Spiel Marvel Ultimate <laughs> danke Alliance Dankeschön. für PS3 und Xbox 360 gibt es die Möglichkeit, zwei Superhelden zu spielen, die in den anderen Versionen des Spiels nicht verfügbar sind. Dies sind die Helden Moon Knight und Colossus. Viele Spieler auf anderen Konsolen wollten daraufhin herausfinden, ob man diese Charaktere irgendwo freispielen kann, da man sie selbst im Spiel auch haben will und im anderen Spiel sie automatisch verfügbar sind. Laut einigen Anleitungen im Internet muss man dafür einige besondere und seltsame Dinge durchführen. So muss man zum Beispiel mit einem vollen Team den Team Select öffnen, ein bestimmtes Item finden, mit Dr. Strange sprechen und vieles mehr. Doch so seltsam diese Anleitung auch klingen mag, tatsächlich spielt man die beiden Charaktere damit frei. Und so kann man das Ganze also machen. Willst nicht doch irgendwann schlecht? Also ich glaube, also ich habe darüber tatsächlich noch nie nachgedacht. Das einzige Problem ist halt nur, wenn du die Tabs halt offen hast und du lässt sie halt für ein halbes Jahr, Jahr stehen oder sowas, dann kann es halt sein, dass da Feuchtigkeit reinkommt eventuell und dass es dann äh, hart wird. Also du kannst es dann... Äh, wieder so aufklopfen und so, aber es ist halt, es ist trotzdem beschissen so. Was mache ich mit vier Tabs, mit vier komplett vollen Tabs, wenn ich dann im im, also zu Weihnachten wieder Tabs bekomme und dann wieder Tabs bekomme und so Es ist halt einfach unnötig, weißt du, was ich meine? Yosuke's Eye. In dem Spiel Persona. Aber so, also wenn du ein, zwei Tabs bei dir so aus hast, das, das passiert. Vier. Nicht. Kommt es zu einem merkwürdigen Zwischenfall, den mehrere Spieler damals bemerkten, nachdem das Spiel rauskam. Immer wieder sahen Spieler wie ein seltsames violettes Auge auf dem Bildschirm erschien. Als dies passierte, gab es sofort tausende Theorien. Man dachte, es ist eine geheime Botschaft, ein Kultsymbol oder vielleicht ein Hinweis auf den nächsten Teil der Persona-Reihe. So interessant diese Theorien auch waren, letztlich war es einfach nur ein Glitch, der später entfernt wurde. Lizzie, danke schon für die 100. Bits. Yeah Yeah Beebis One. Der Name <laughs> Yeah Yeah Beebus One gehört zu einem Spiel, um das es sich viele Mysterien ranken. In einer Zeitschrift aus dem Jahr 1990 konnte man sich Videospiele über einen Lieferdienst bestellen. In dieser Zeitschrift wurden viele unterschiedliche Spiele aufgelistet. Unter anderem auch ein Spiel namens Yeah Yeah Bibels 1. Die Zeitschrift, die dies belegt, gibt es bis heute, aber es gibt keinerlei Aufzeichnungen, dass dieses seltsame Spiel, was hier beworben wird, jemals existierte. Es könnte durchaus sein, dass es sich hierbei um ein echtes, wenn auch unbekanntes Spiel handelt, das einfach niemand mehr besitzt. Nie Eventuell ist Yeah Yeah Bibis 1 aber auch nur ein Fake-Name, der verwendet wurde, um zu sehen, ob andere Zeitschriftenlisten die eigene Liste einfach klauen und übernehmen. Oder es handelt sich hier um einen Scherz in der Zeitschrift, weil Yeah Yeah Bibis etwas klingt wie Yeah Yeah Boobies. Man weiß es Puh. nicht genau. Also da, da wäre selbst ich werde nicht drauf gekommen. Yeah, yeah. Beavis. Fast Black Monolith. Im Indie Spiel Fess gibt es einen schwarzen Monolithen, den man am Ende des Spiels für ein besonderes Puzzle erreicht. Um ihn zu sehen, muss man nicht nur alle Würfel in dem Spiel sammeln und finden, sondern man muss noch eine ominöse Tastenkombi im Rätselraum eintippen. Dann erst erscheint der Monolith im letzten Rätsel. Das Problem daran ist, bis heute gibt es keine Antwort, wie man dieses letzte Rätsel lösen kann. Also ganz kurz, äh, nur ich will hier keine Werbung machen, aber also eigentlich will ich schon Werbung machen. Hier Werbung in den Chat. Schreibt jetzt Werbung in den Chat. Ich wollte nur kurz sagen, äh, weil das paar Mal Leute fragen. Ähm, ja, Holy ist trotzdem süß und Holy schmeckt auch trotzdem süß, aber Holy ist halt nicht wie ein Energy Drink oder so. Weißt du, was ich meine? Dankeschön, Dankeschön, Smoke. Äh, Holy ist nicht wie so ein Energy Drink. Ich finde, die Eistees schmecken sehr, sehr viel wie Eistee, aber bei Energy haben die Leute so weißt du, diesen klassischen Energy-Geruch und sowas halt im Sinn, aber das ist es halt nicht. ne? aber es ist halt trotzdem sweet. Es gibt einige Theorien der und Versuche, die scheinbar der Lösung so, das nahe war's kommen, mit der aber bis heute bleibt der Monolith ein ja, ja, mit Rätsel. Mr. Psychic. Mr. Psychic ist ein Charakter, der zentral im Rätsel um die Poke Gods gewesen ist. Dieser Charakter ist ein NPC in Saffron City in Pokémon Rot NPC. und Blau, der dem Spieler die TM29 Psychokinese gibt. Viele Spieler erwarteten, dass er noch irgendwie eine wichtigere Rolle spielen musste und so entstand der Mythos, dass man angeblich mit Arctos, Lavados und Zapdos zu ihm gehen soll und er dir dann von den Poke Gods erzählen wird und dir die Möglichkeit gibt, <laughs> diese zu fangen. Aber wie wir wissen, sind die Pokegods nicht echt und somit ist auch Mr. Psychic nicht mehr als ein simpler NPC. Nein! In Nightmare Wahrheit ist nicht cool. echt. Nightmare JJ ist eine oh. weibliche Nightmare-Version von Nightmare Balloon Boy, die angeblich in Five Nights at Freddy's 4 existieren soll. Ein Screenshot aus dem Spiel sollte dies belegen. Es gab viele Theorien, ob das Ganze stimmte, doch nach der Überprüfung der Game-Dateien wurde klar, dass das Ganze ein Fake gewesen ist, wo jemand nur die Farben von Nightmare Balloon Boy geändert hatte. So schaut dich der Bademeister an, wenn du wieder vom Becken ranspringst. Weed Sword im Spiel Golden Sun, The Lost Age, soll es angeblich eine besondere Waffe gegeben haben. Das in einem Sword. Forum wurden Dinge über ein sogenanntes Weizenschwert gepostet, das man bekommen soll, wenn man gewisse Dinge erfüllt. Die Liste von Dingen, die man machen muss, um das Weizenschwert zu erreichen, ist sehr lang und kompliziert, weswegen ich es mir erspare, es alles aufzuzählen und euch sage, dass das Ganze einfach nur ein Meme war, das viele Spieler zu ernst genommen hatten. Ja, wer will überhaupt ein Weizenschwert? Real Life in Undertale Demo. In dem Spiel Undertale gibt es ein Item, das Real Knife heißt, das ist und es ist ein rotes Messer. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, was der Eisberg mit diesem Punkt hier meint, denn das Messer existiert und das steht auch außer Frage. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, darüber fand ich aber keinen Eintrag im Internet, ist, dass das Real Knife nutzlos ist und es vielleicht Mysterien darüber gab, ob das Messer einen geheimen Nutzen hat, den man herausfinden muss. <lacht> <lacht> Wie meine John über mich spendet 5 Euro auf entspannten Johannes. Jo John, danke schön, danke schön, danke schön. Hat einen geheimen Nutzen, den man herausfinden muss. Äh, John schreibt: apropos Holy, ey, ich schwöre bei Gott, ich schwöre bei Gott, das steht wirklich da. Das steht wirklich da. Apropos Holy, hat mir den Adventskalender gegönnt dank deiner Empfehlung. Yo, freut mich. Freut mich, freut mich. Ich hab den äh, Oh ja, oh ja, oh ja. Ich bin gespannt, wir werden das by the way so machen, uh, falls euch interessiert. Den großen Adventskalender von Holy, den werden wir im Dezember im Stream immer aufmachen. Also jedes Mal, wenn ich halt gerade streame, da machen wir für die letzten Tage die ganzen Sachen auf. Ich habe actually auch gar keine Ahnung, was da drinnen ist. Also, ich habe noch nichts aufgemacht oder sonst was. Falls dies der Fall ist, dann lautet die Antwort nein. Das Messer ist nutzlos, da es eher symbolischen Wert hat. Der Miststone. So. Wir kommen erneut zum Pokémon-Thema. Angeblich soll es in den originalen Teilen von Pokémon sogenannte Miststones geben. Diese Steine sollen in der Lage gewesen sein, jedes Pokémon entwickeln zu lassen, sogar Pokémon, die alle Entwicklungen bereits hinter sich hatten oder sich gar nicht entwickeln konnten. Alles hatte mit der Theorie der Pokegods zu tun, und die sich entwickelnden Pokémon sollten sich daraufhin auch in Pokegods verwandeln. Das Ganze stimmte natürlich nicht. Mii Outfit C. In Mario Kart Wii kann man seinem eigenen Mii spielen und ihm unterschiedliche Outfits anziehen hammerhead V spendet 3 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön. Ich lasse es kurz durchlaufen Spiel. und dann. Dankeschön. Irgendwann gab es das Gerücht, dass es drei Outfits für den eigenen Mi geben soll. Outfit A bis C. Viele Spieler schafften es ich relativ schnell, Outfit A und B freizuspielen, aber scheiterten beim Versuch C zu bekommen. Im Internet wurden Bilder verbreitet, wie Mies ein Outfit anhatten, das außer wie Yoshi oder wie ein Pinguin. Aber leider muss man sagen, dass das alles nur Lügen im Internet waren und ein Outfit-C überhaupt nicht existiert. Ja, aber Lügen darf man nicht sagen. Jo, danke schön, Sunnyside, für den Sub. Und Hammerhead hat geschrieben. Ich habe gehört, ich bekomme ein Holy Kid. Ja, sch äh, schreib mal deine Adresse auf Instagram, Bruder. Also, von mir aus machen wir das. Packy. Im Jahr 2004. Also Hammerhead hat so viel schon gespendet, Bruder. Der soll... Angeblich ein Pac-Man-ähnliches Spiel ein dick, für die PS2 2. veröffentlicht worden sein. Dieses Spiel hieß Packy und ein Titelbild wurde damals viel verbreitet. Das Spiel <laughs> selbst ist einfach ein Pac-Man-Klon. Nichts von den echten Machern, aber es funktionierte genauso wie Pac-Man selbst. Das Besondere war, dass extrem viele Leute online versuchten herauszufinden, wo sich dieses Spiel befindet, um es selbst zu spielen. Doch man wusste nur, dass das Studio Phoenix Games es hergestellt hatte. Viele Leute investierten Stunden und Tage ihrer Zeit damit, dieses Spiel ausfindig zu machen, nur um am Ende zu erfahren, dass alles ein Fake war und es dieses Spiel nie gegeben hat. Tatsächlich soll es angeblich mal ein Spiel in der Produktion gegeben haben, das Peggy hieß, aber dieses Spiel wurde niemals veröffentlicht und es wurde noch nicht mal ein Level fertiggestellt. Renderman. Renderman! Der Drachenlord oder was? Aufnehmen, rendern, hochladen. In dem Spiel Blockland soll es angeblich ein seltsames Wesen geben, das niemand so richtig zuordnen kann. Laut einem Spieler passierte es eines Abends, dass er in einer Map namens Bedroom Dark Map jointe und dann plötzlich etwas an der Decke bemerkte. Kurze Zeit nachdem er etwas an der Decke bemerkte, verschwand es auch schon wieder. Es handelte sich dabei um einen Charakter, der komplett schwarz war und nur menschliche Augen und einen menschlichen Mund hatte und sich scheinbar teleportieren konnte. Das glaube ich gerne. So, Leute, Vortrag. Dies ist das Wesen, das angeblich viele Spieler schon gesehen haben wollen und wo sie nicht wissen, was es damit auf sich hat. Der sogenannte Render Man. Nach meiner Recherche konnte ich nur herausfinden, dass dieses Wesen anscheinend nie existierte und nur durch Mods dem Spiel hinzugefügt werden kann. Purple Yoshi Game im Jahr 2000 tauchte eine seltsame Demo für den Game Boy Advanced auf. Man nennt diese Demo Purple Yoshi Game Demo. Es ist einfach eine Art Third-Person-Game, wo man einen pinken Yoshi spielt, der, hey, das ist der den wir nicht freischalten konnten. durch unterschiedlichste Maps läuft und Gegner mit seiner langen Zunge fangen oder essen kann. Es gibt nicht sonderlich viele Informationen über dieses Spiel und mehr als ein paar Screenshots aus der Demo sind auch nicht bekannt. Niemand weiß bis heute, ob dieses Spiel wirklich mal entwickelt wurde und ob die Screenshots echt sind. Es könnte sich um ein echtes Game handeln. Reviving Palom and Porum in Final Fantasy IV Scheinbar sterben sehr viele Leute in den Final Fantasy Games, die die Spieler auch wieder zurück wollen. Nun ja, im Spiel Final Fantasy IV gibt es zwei Charaktere namens Porom und Palom, die beim Versuch, den Spieler zu retten, selbst sterben und zu Stein verwandelt werden. Auch wenn sie später so oder so gerettet werden und aus ihrer versteinerten Form befreit werden können, gibt es das Gerücht im Internet, man selbst wäre mit gewissen Items in der Lage, dies zu tun. Das stimmt aber nicht. Delpheus Hills Ghoul In dem Spiel Carnivores gibt es eine Zone, die Delpheus Hills heißt. Also und an diesem Waffe. Ort soll es angeblich Ghule geben. Große grüne Kreaturen, die extrem muskulös sind und den Spieler angreifen. Das Problem ist, bis heute weiß man nicht, ob diese Kreaturen tatsächlich im Spiel existieren. Ich denke mal, bei diesen ganzen Screenshots, die ihr einblendet, so, yo, wenn das irgendjemand wirklich gescreenshottet hat, erstens, warum sind die alle so kacke von der Auflösung? Oder ich meine, das sieht so aus, wenn ich jetzt so weiter weggehe, das sieht so aus, als hätte das jemand von seinem äh, Fernseher abfotografiert. Weißt du, was ich meine? Diese ganzen Striche und sowas. Ich weiß nicht, ob ihr das seht auf YouTube, weil da auf YouTube immer die Qualität so ein bisschen runtergeht, aber ja, das müsste man schon sehen. Also, film das doch einfach, wenn das passiert. Es gibt viele Videos und Bilder, die dies belegen sollen, doch verschiedenste Tests konnten nicht nachweisen, dass diese Gule tatsächlich auf der Map anzutreffen sind. Ich kann euch nicht sagen, ob es sie tatsächlich gibt oder nicht, aber vielleicht erfahren wir es in Zukunft. Golden Whistle in Super Mario World 3 Okay, in Super Mario World 3 gibt es eine sogenannte Warp-Pfeife oder mehrere Warp-Pfeifen, die einen an bestimmte Orte teleportieren können. Ich konnte nicht wirklich etwas zu einer goldenen Pfeife finden, aber vermute, dass es sich dabei um eine Pfeife handelt, die den Spieler überall hinbringen kann, wohin er will. Oder sie ist einfach nur golden. Warum hast du deinen Ufo nicht gefilmt? Hätte ich gemacht, hätte ich hinterher fliegen können. Aber das Problem ist halt auch... Ich konnte ja nicht mal einen Screenshot oder sonst was machen. Wäre mir das auf der PS5 passiert oder ich glaube sogar auf der PS4, dann, dann wäre das kein Problem. Weil da kannst du ja also die letzten 10, 15 Minuten oder so, kannst du ja aufzeichnen. Dann hätte ich einfach weitergespielt, so, das wäre das wär ja nicht das Ding gewesen. Aber das ist halt echt bitter. Was ich euch sagen kann, ist nur, dass sie nicht existiert. Sonic using guns. Uh, mein Sonic, der Waffen benutzt, ist ein häufiges Thema in der Sonic-Fangemeinde. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass in allen unterschiedlichen Spielen von Sonic er irgendwie in der Lage ist, Waffen zu bekommen. Sei es durch Items, Cheatcodes oder Tricks. Doch Sony fährt hier eine sehr klare Linie und zwar, dass Sonic keine Waffen benutzen darf. Die Bilder, die Sonic mit Waffen zeigen, sind allesamt lediglich Fakes und nur in einem Comic konnte man so etwas sehen. Lol. Sonic Training Yoshi to swim in Super Mario Sunshine. Ah, das ist ja auch lustig, dass damals einfach keine Charaktere so schwimmen konnten. Beziehungsweise in Jack and Dexter war das damals so, dass wenn du weit genug rausgeschwommen bist, dann ist so ein fetter Fisch gekommen oder so ein Hai oder was auch immer und hat dich einfach so gegessen. Bruder, das war damals immer, ich hatte immer so Angst im Wasser, dass dieser Hai kommt. Super Mario Sunshine auf Yoshi reitet und ins Wasser fällt, ertrinkt Yoshi sofort und man wird respawnt dies wunderte viele Spieler und so kamen Gerüchte hervor, dass es im Spiel möglich sei, Yoshi irgendwie das Schwimmen beizubringen. Wie genau das ganze klappen sollte, weiß ich leider nicht, aber danach sollte man zu allen möglichen Inseln auf ihm schwimmen können. Leider ist dies nicht möglich. Dennoch kann man mit Hilfe eines Glitches durchs Wasser hindurchglitschen und auf dem Boden des Wassers auf Yoshi entlang reiten. Das bedeutet also schwimmen kann er nicht, aber er kann dafür glitschen. Na, immerhin es war ein großer Tentakel, ja, in einem anderen, in einem anderen Teil, stimmt, hast recht, da gab es einen großen Tentakel, aber in einem gab es einen Fisch. Trailer in Lunar Jetman. Das Spiel Lunar Jetman ist ein uraltes Spiel, das vermutlich niemand kennt. Man fährt mit einem Fahrzeug über die Mondoberfläche, schießt Raumschiffe dabei ab und mehr macht man auch nicht wirklich. Geil. Doch es gibt ein Gerücht. Und zwar soll es möglich sein, einen Anhänger in dem Spiel freizuschalten und zu benutzen. Im Internet kursieren Bilder, wo man sehen kann, wie der Anhänger vom Spieler gezogen wird, und auch auf der Boxart ist ebenso ein Anhänger sichtbar. Vermutlich kommt daher auch das Mysterium, da eben dieser Anhänger so präsent auf der Box zu sehen ist. Doch in Wahrheit ist dieser Anhänger weder freispielbar, noch kann er durch Codes oder ähnliches hinzugefügt werden. <laughs> Blueberry What? Mystery in San Andreas. Wozu In der Stadt Blueberry in San Andreas gibt es ein unerklärliches Phänomen, das tatsächlich existiert. Okay. Über Häusern und anderen Gebäuden ist nachts ein mysteriöses blaues Licht zu entdecken. Viele Häuser und sogar Berge leuchten aus irgendeinem Grund nachts blau. Ach so, hier aus den Fenstern, beziehungsweise hier unten. Das wäre mir, also wär mir jetzt nicht mal aufgefallen. Das ist wahrscheinlich irgendein Renderfehler. Es gibt die Vermutung, dass das Ganze mit dem Epsilon-Kult zusammenhängt, die ihr Hauptquartier in der Nähe dieser Stadt haben. Aber dies ist nur eine Vermutung. Bis heute weiß niemand genau, was es mit diesen seltsamen Lichtern auf sich hat, die in der Stadt Blueberry zu sehen sind. Aber Und auch damit haben wir heißt. auch die vorletzte Ebene des Eisberges hinter uns gebracht. Okay. Viele dieser Mysterien waren bereits kaum bekannt und mehr als merkwürdig. Und jetzt sind wir hier um die Die seltsamste letzte Ebene. Die tiefste Ebene des Eisberges Boah. kommt jetzt. Ebene 7. Columbine Map in Doom. Safe. Das ist echt. Das ist echt und das ist voll. Im Jahr 1999 kam es also, äh, äh, zu einem schrecklichen Zwischenfall an der Columbine Schule in Amerika, bei der zwei junge Männer mit Waffen um sich schossen und viele Mitschüler töteten. Später kam heraus, dass diese beiden jungen Männer viel Doom spielten und im Spiel auch mit Hilfe eines Level-Creators eigene Level erstellt hatten. So gab es das Gerücht, dass sie ihre eigene Schule in Doom komplett und detailgetreu nachgebaut hatten, um sich auf ihre eigenen schrecklichen Taten vorzubereiten. Naja. Diese Meldung wurde in den Nachrichten immer und immer wieder verbreitet. Das Problem hierbei ist, dass man bis heute nicht weiß, ob das Ganze wirklich stimmt. Zunächst weiß man, dass die beiden Schüler echt schlecht drinne waren, Level zu kreieren. Perfekte Versionen ihrer Schule, die sie also so detailgetreu nachgebaut haben, sind nicht zu erwarten. Hinzu kommt kann man in Doom keine Level bauen mit mehreren Etagen. Somit wäre es nicht möglich gewesen, die Schule komplett nachzubauen. Es kann natürlich trotzdem sein, dass sie ein Level gemacht hatten, das irgendwie ihrer Schule ein bisschen ähnelte. Also ich glaube nicht, Sei dass geil. es, ja, ja, okay. ich glaub nicht, dass es so war, äh, aber ich habe halt gehört, dass sie halt Level gebaut haben und dass das angeblich dann irgendwer nachgebaut hat und so. Aber es ist halt, ja, Ego-Shooter sind der Teufel. Das ist halt das, ich glaube, das ist so ein Nachrichtengerücht. So, oh, das, äh, die, die haben Doom gespielt. Ich wette, die haben sich da drin vorbereitet und sowas. So, nee, 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 nee. Uh, Andras, Tal ja, danke schön für den Prime Sub. Wenn man im Spiel Paper Mario Sticker Star in Welt 5.1 etwas Besonderes macht, kann man einen merkwürdigen Code finden. Ja und was? Wenn man im Shy Guy Dschungel in einem großen Haufen Müll gräbt, findet man irgendwann einen mysteriösen Code, der aussieht wie ein Spielecode, mit dem man ein Spiel freischalten kann. XD Dieser Code sorgt seit Jahren für große Verwirrung im Internet, da niemand weiß, wofür der mysteriöse Code da ist. Weder für Spiele kann man ihn einlösen, noch für irgendeine Art Gutschein oder Code im Nintendo eShop. Viele Leute sind sich sicher, dass dieser Code irgendwo außerhalb des Spiels noch Verwendung finden muss, während andere sich sicher sind, dass es sich hierbei einfach nur um einen Scherz der Entwickler handelt, weil es wurde einfach nur ein nicht funktionierender Code in einem Haufen Müll gefunden, wo ein nicht funktionierender Code hingehört. NBA Jam is haunted by Drazen Petrovic. Vor vielen Jahren gab es einige hundert Arcade-Spiele von NBA Jam, ein basketball Das hat halt mehr Knöpfe. Das hat genug. Knöpfe. Ah, das ist so ein Zwei spieler ding gell? Wahrscheinlich. Ich glaube, das. Na, oder? I don't know. Oder vier Spiele sogar? Ah, keine Ahnung. Ach, ist cool aus. die in ganz Amerika in vielen Spielhallen aufgestellt waren. Und an sich war das Spiel völlig normal gewesen. Nur es schien so, als ob diese Spielekonsolen scheinbar ja, von einem gut. echten Geist besessen waren. Denn ihr müsst wissen, im Spiel gab es einen Basketballer namens Petrovic, ein sehr talentierter junger Mann, der allerdings leider kurz nach Release des Spiels in einem Autounfall ums Leben kam. Nun soll es passiert sein, dass der Geist von Petrovic in die Spielekonsolen eingefahren ist und als Beweis dafür gibt es unterschiedlichste Zeugenaussagen, die ein und dasselbe bemerkten. Mitten in der Nacht schalteten sich die NBA Jam-Konsolen an und wie von Geisterhand waren die Konsolen scheinbar irgendwie im Titelscreen und immer wieder hörte man die Stimme des Protagonisten rufen Petrovic, Petrovic, Petrovic. Das heißt, ohne jegliche Erklärung gingen diese Konsolen an und der Name Petrovic ertönte immer und immer wieder. Diese Vorkommnisse wurden von mehreren unabhängigen Quellen mit Beweisen beobachtet und Experten können sich nicht erklären, wie es zu diesem gruseligen Phänomen kommen konnte. Mit Beweisen? I doubt it. I doubt it. Was für Beweise? Von, okay, mehrere unabhängige, que unabhängige Quellen kann sein. Kann sein, dass da mehrere Leute das halt gesagt haben. Aber halt, naja. Es war definitiv kein Feature im Spiel, das... Passieren konnte. Deswegen gilt es bis heute als weiterhin möglich, dass der Geist von Petrovich vielleicht Kontrolle über diese Maschinen übernommen hatte. Naja. Extra Cheetah Man 2 Levels: Im Jahr 1991 wurde ein Spiel namens Cheetah Man 1 rausgebracht. Es war ein Spiel, das an Teenage Mutant Ninja Turtles angelegt war und scheinbar einen ähnlichen Erfolg versuchte zu erzählen. Es ging dabei eben um eine Gruppe von Gepardenmenschen. Es hieß, dass der Macher von dem Spiel insgeheim einen zweiten Teil hergestellt hatte, namens Cheetah Man 2. Doch dieses Spiel wurde angeblich nie released, bis dann im Jahr 1996 plötzlich über 1000 Kopien dieses mysteriösen Spiels auf Seiten wie eBay auftauchten. Das Problem aber war, dass das Spiel fehlerhaft programmiert gewesen ist und ein Bug es verhinderte, mehr als die ersten vier Level zu spielen. Danach blieb das Spiel hängen und musste neu gestartet werden. Es gab dann also das Mysterium, dass es irgendeinen Trick geben soll, um die anderen Level spielen zu können. Dafür sollte man das Spiel in die NES machen und den An- und Ausschalter der Konsole ganz schnell hin und her bewegen, also die Konsole immer wieder an und aus machen. Wenn man dies tun würde, würde irgendwann automatisch das fünfte Level des Spiels starten und man könnte ganz normal weiterspielen. Okay. So seltsam das klingt, das Ganze Nein. stimmt tatsächlich. Was? Mit dieser Technik ist es möglich, das Spiel komplett zu spielen. Ich, we ich weiß nicht, ob ich das glauben kann oder nicht. For real, die arme Konsole. Geparden machen das wirklich so? Das ist crazy, das wusste ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das glauben kann. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Cheater Man war auch in dem Videospiel-Mythen-Ding von iBlali. Also ja, damals noch iBlali drinnen. Deswegen sagt mir das was, aber I don't know. Swimming Goggles in Pokémon Black and White. Dies ist ein sehr kurzer Mythos. Im Spiel Pokémon Schwarz und Weiß gab es kurz nach Release das Gerücht, dass es eine Art Schwimmbrille geben soll oder Taucherbrille. Dieses Item würde dafür sorgen, dass Wasser Pokémon mehr Genauigkeit beim Angreifen bekommen und alle nicht Wasser Pokémon, die es aufgesetzt kriegen, würden sofort einschlafen. Leute untersuchten die Spieldateien, doch so ein Item existierte nie. Niemand weiß, woher das Gerücht kommt. Wer findet sowas? The Legend of Zelda 3 Triforce Saga. The Legend of Link. Im Oktober 2005 gab es ein Objekt, das auf eBay verkauft wurde und ganze Zelda-Foren schockierte. Denn dort wurde eine Beta-Version von einem nie veröffentlichten Zelda-Spiel angeboten. Dieses Spiel sollte das dritte Spiel der Zelda-Reihe sein und es hieß Zelda 3 Triforce Saga. Zusammen mit einem Bild des Spiels wurde auch als Beweis gezeigt, wie das Spiel in der NES steckte und auf dem Fernseher der Schriftzug Zelda Triforce Saga und ein Triforce zu sehen war. Vielen war klar, dass hier etwas Großes gefunden wurde. Am Ende wurde dieses Spiel für 3000 Euro an einen Nutzer namens Night 7 verkauft. Leider weiß man bis heute nicht, wer dieser Night 7 wirklich ist. Es gab Gerüchte, die aber alle nie bestätigt wurden. Das Besondere ist aber zudem, dass angemerkt wurde, dass an dem Spiel selbst etwas nicht stimmte. Night 7 wurde einfach fett über den Tisch gezogen, oder? Und es war ihm so peinlich, dass es einfach nie öffentlich gemacht hat, wer er ist. Erstmal wurde zwar an einem dritten Teil der Zelda Reihe gearbeitet, 3K, dieses Spiel sollte aber für die Super Famicom rauskommen und nicht für die NES. Und dieses Spiel kam auch nie sonderlich weit in der Planung. Und auch auf dem Bild stimmt etwas nicht. Denn die Beta-Spiele können auf der normalen NES nicht abgespielt werden. Genau das sehen wir aber auf dem Bild. Heutzutage geht man davon aus, dass das Ganze nur ein Scherz gewesen ist und nicht echt war. Genau weiß man es aber nicht. <laughs> The Last Secret in Mega Man 9's Endless Attack. Im Jahr 2008 wurde ein Spiel rausgebracht namens Mega Man 9. Ein ziemlich normales Spiel und erstmal nichts. Was ist das für eine Map? Oh, sieht man das hier? Nein, das sieht man nicht. Da wo meine, meine Facecam ist. Was ist das? Ist das irgendein so ein Vieh? Es hat hier vier so Beine? Ja klar, aber das sieht dann so aus, als wird es hier so Knien. Weißt du, was ich meine? Das ist weird. Der Level hier ist weird. Besonderes. Doch kurz nachdem das Spiel auf den Markt kam, sagte Capcoms Community Manager Seth Kilian, Man dass bis heute es noch niemand geschafft hat, das Geheimnis des Spiels herauszufinden. Dieses Geheimnis sei im Endless Mode zu finden. Dies ist ein besonderer Spielmode, bei dem man immer wieder in ein zufälliges nächstes Level kommt, bis man irgendwann verliert. Er sagt, dass wenn man weit genug ist in diesem Modus schafft zu spielen, man irgendwann das Geheimnis lüften wird. Doch genau dieses Rätsel konnte bis heute nicht gelöst werden. Angeblich muss man dafür 14.000 Level durchspielen, einfach nur um eine Antwort zu erhalten. Doch das ist bis heute niemandem gelungen. Cheats, die angewendet wurden, brachten dabei keinerlei Antworten. Irgendwer da draußen hat so viel Lebenszeit verschwendet, einfach nur wegen dem Gerücht. Y2K, non-existent Ending. Ah, Y2K ist ein sehr besonderes RPG-Spiel, das aber ähnlich wie Mega Man 9 ein Geheimnis haben soll, das bis heute noch nicht gelüftet werden konnte. Denn bekannt ist, dass es in dem Spiel zwei unterschiedliche Enden gibt, die man bekommen kann. Zwei unterschiedliche Enden. Die Entwickler selbst haben aber auf Twitter gesagt, dass es angeblich noch ein drittes geheimes Ende gibt, das niemand gefunden hat. Bis heute weiß man nicht, ob dieses dritte Ende wirklich existiert, aber es wird weiterhin danach gesucht. Ich hätte wirklich mal wieder Bock in so eine Spielhalle zu gehen. Das war schon geil. Als Kind habe ich das oft gemacht in Polen, da gab es eine richtig nice. Und letztens waren wir auch in Wien, da war auch so eine Spielhalle, aber da gab es jetzt nicht wirklich viel Stuff. Und da war eine fette Crossy Road-Maschine. Bruder, das war einfach Gold. Das war so unfassbar geil. Wenn ich genug, also wenn ich Real Talk mega viel Kohle hätte, so dass mich gar nicht mehr interessiert, dann hole ich meine Angry, äh, Angry Birds, eine äh, Crossy Roads Maschine. Das war echt sick. Da hab ich abgeräumt, da habe ich dann ein ein kaltes, äh, einen kalten Mars-Riegel bekommen, so einen kleinen. So Mathos. ist eine Engine oder Mathos ist der Name einer Engine, mit dessen Hilfe man seinen Ach. eigenen Fighter erstellen kann, sein eigenes Fightspiel. Man kann also quasi Spiele wie Mortal Kombat oder Street Fighter selbst erschaffen. Und in dieser Welt der Fighter soll es eine Datei geben, die Matrus heißt und einen eigenen Charakter enthält. Dieser Charakter namens Matrus wird häufig als Mugengott bezeichnet, sprich, er soll der Gott dieser Engine sein. Es handelt sich dabei um eine seltsame rötliche Bestie, die mehr wie eine Art Drache oder Dämon aussieht. Ja, Wenn man sie aus. wählt, wird der Screen rot und verzerrt, gruselige Geräusche kommen, man verliert sofort jeden Kampf und der eigene Charakter, den man spielt, wird nicht nur besiegt, sondern zerfleischt und in Knochen verwandelt. Es heißt sogar, dass Matrus in Wahrheit ein Virus sein soll, der neben dem Spiel auch Kontrolle über dein PC übernehmen kann. Das Ganze klingt jetzt sehr seltsam, aber tatsächlich kann ich euch nicht sagen, ob Matrus wirklich existiert es gibt einige screenshots im internet, die das ganze angeblich beweisen, aber eine datei von "matrus", die man überprüfen könnte, wurde bis heute nicht gefunden. niemand weiß, ob die legende des mugengottes "matrus" wirklich wahr ist. also glaube ich eher weniger. magna santi. magna santi ist der name der größten stadt, die es jemals im spiel "simcity" gegeben hat und jemals geben wird. Es soll sich hierbei um eine Stadt handeln, die jahrelang geplant wurde und dann im Spiel umgesetzt werden konnte. Eine Stadt, in der 6 Millionen Menschen leben und das Leben sogar dort funktionierte. Es Ganz kurz, ich kann mich noch erinnern an so ein Video, äh, da war das so, das gab so quasi, das war so ein Video, wo äh, der Typ so ein Programm installiert hat. Und dann hat das Programm aufgemacht, vielleicht kennt ihr das, und dann ist so ein Stickman, so ein Stickman hat einfach seine Maus attackiert. Und dann, und dann wollte das Programm wieder schließen und der Stickman hat ihm das so wegge, weggedings, also quasi wenn ich so mit der Maus hingehe, ja, dann, hat er, dann hat er hier so, fuck, und die Maus ist weg und fuck, weißt du, was ich meine? Und die ganze Zeit, und dann hat er, hat er so gegen diesen Stickman kämpfen müssen und so, und ich dachte auch, auch als Kind, mit 10 Jahren oder so, keine Ahnung, dachte ich, dass es das real ist. Und wollte mir das unbedingt auch runterladen, aber das gab es irgendwie nicht. Es ist das größte und komplizierteste Bauprojekt, das jemals in SimCity umgesetzt wurde. Und die Legende um Magna Santi genau. stimmt tatsächlich. Ende es ist eine echte Menschen. Stadt, die kreiert wurde, obwohl viele Menschen dachten, dass es nicht möglich wäre. Achso, weil Frank er auch so Hardcore-Gamer ist. World Peace. Okay, dieser Eintrag des Eisberges ist sehr, sehr besonders. Im Jahr 1999 kam ein Spiel namens Quake 3 raus, also Quake 3. Es ist sehr blutig, sehr brutal, ein Shooter halt. Und in diesem Spiel gab es angeblich die Möglichkeit, Bots, also nicht spielbare Charaktere, gegeneinander kämpfen zu lassen. Kaiser, ein dummes Kind, Herrst, ich war immer nur naiv. Ich wollte einfach nur gerne Spiele und sowas spielen. Diese Bots waren tatsächlich mit einer Art künstlichen Intelligenz ausgestattet. Sie konnten anhand ihrer Handlungen lernen. Dies war eingebaut, damit man selbst im Spiel eine Challenge bekommt, da die Gegner von einem eigenen Spielstil lernen könnten und somit schwieriger zu besiegen waren, weil das sie nicht anpassen. Jemand ließ nun aber diese Bots, die lernen konnten, gegeneinander kämpfen und das für vier Jahre lang. Nach vier Jahren bemerkte er, dass diese Bots eine Art Weltfrieden geschlossen hatten. Nach vier Jahren, in denen die Bots immer gegeneinander kämpften, schien die KI gelernt zu haben, dass Krieg und Kampf nicht der richtige Weg ist und nur Frieden funktioniert. Die Bots standen auf einmal einfach nur da oder gegen umher. Als der Mann, der das Ganze testete, dann selbst sich im Spiel bewegte, sahen die Bots ihn einfach nur an, aber keiner schoss auf ihn oder zog auch nur seine Waffe. Zumindest bis der Spieler selbst auf jemanden schoss. Als dies passierte, zogen alle Bots ihre Waffen, schossen auf den Spieler, der Server stürzte ab und das Experiment war vorbei. Es ist eine krasse Geschichte über Frieden statt Krieg und die Vergänglichkeit des Friedens, aber leider ist diese Geschichte nicht wahr. Ja, denke ich mir, der hat vier Jahre lang seinen Laptop laufen. <laughs> Wahrscheinlich, oder? Es ist nur eine Legende, die jemand sich im Internet ausgedacht hat. Le Außerdem denke ich auch gar nicht, dass es so funktionieren würde, weil der, der PC. Der lernt ja mit XP und so. Der lernt ja, ah okay, wenn ich jemand anderen auf jemand anderen schieße, dann bringt mir das Punkte. Ergo gewinne ich so das Game. Und wenn er das mit zwei verschiedenen machen würde, dann würden die ja endlos lang gegen sich selber schießen so. Also die würden immer besser werden, bis sie halt pieken irgendwo. Leider, leider. Sadam es gibt PS2 Supercomputer. <laughs> okay. okay. Ein weiterer merkwürdiger Eintrag. Im Jahr 2000 kaufte Irak im großen Maße PlayStation 2 Konsolen. Insgesamt 4000 Konsolen wurden von dem Land importiert und in den USA entwickelte sich ein sehr böser Verdacht. Sie vermuteten, dass es sein könnte, dass Saddam Hussein versucht, mit Hilfe der Konsolen eine Art Supercomputer herzustellen. Tatsächlich waren 12 bis 15 Konsolen so leistungsstark, dass man, wenn man sie in Reihe schaltet, damit eine Drohne oder ähnliches steuern könnte. Die ich? Angst vor einem Supercomputer war damals ziemlich groß gewesen, aber als Saddam Hussein gestürzt wurde, konnten keine Anzeichen gefunden werden, dass man irgendwie ein Supercomputer oder Ähnliches gebaut hatte. Aber ich glaube, also du hast ja auch einfach normale PCs kaufen können. Das macht doch viel mehr Sinn als eine Playstation. Vielleicht wurden sie einfach zum Zocken verwendet. Ah, das kann auch sein. Gino in Brawl Lost Video. Gino ist ein Charakter aus der Super Mario RPG Reihe, der sehr beliebt bei Fans ist. Viele wollten diesen Charakter im Spiel Super Smash Bros. Brawl haben und damals tauchte im Internet ein Video auf, das zeigte, wie man ihn freispielen konnte. Dieses Video soll angeblich echt gewesen sein, aber wurde von YouTube oder von Nintendo selbst gelöscht. Warum genau man nicht Gino freigespielt wurde, weiß man aber nicht. Ich glaube, ihr könnt euch schon denken, das Ganze ist nur ein Scherz aus dem Internet, der zu ernst genommen werde. Ja. Aber Nintendo also würde auch wirklich sehr, sehr viel äh, gegen sehr, sehr viel vorgehen, sag mal so. Dino ist nicht in Brawl verfügbar. Goldine using <laughs> Horn Drill to One-Hit Kill. Bleiben wir doch gleich bei Smash Bros. Aber um ja, genau Goldfisch. zu sein, bei Smash Bros. Melee. Denn dort kann man Pokebälle aufsammeln und werfen, um Pokémon zu befreien, die einem im Kampf helfen. Eins dieser Pokémon ist Goldini. Nur ist das Besondere an Goldini, dass Goldini nichts tun kann. Sie springt einfach auf den Boden herum, kann nicht angreifen und kann nicht angegriffen werden und ist ja. einfach nutzlos. Absolut In der Beschreibung von Goldini steht aber, dass die Attacke Hornbohrer so stark ist, dass sie jeden Gegner mit einem Angriff töten kann, solange der Angriff trifft. Viele Spieler waren sich daher sicher, dass Goldini mit einer winzigen Chance Hornbohrer einsetzen und deinen Gegner besiegen kann. Hacker, die sich Goldini aber genauer ansahen, fanden heraus, dass sie wirklich nichts außer herumhüpfen konnte. Es war also nur eine Legende. Bruder. Catching Arceus on the Moon in Pokémon Go. Ah, oh, nicht einmal mehr Text. Und dieses Mysterium, das letzte Mysterium der Liste, ist relativ simpel. Es Oha. heißt, dass man Arceus, das Gott-Pokémon von Pokémon, nur auf dem Mond fangen kann. Sprich, dass man Pokémon Go auf dem Mond spielen muss, um Arceus zu finden. Zu dem Ganzen gibt es nicht viel zu sagen. Auf dem Mond gibt es keine Pokémon zu fangen, daher ist das. Woher weißt du das? Ha, was du dort? Ganze wohl eher als ein Witz gemeint und mehr nicht. Und damit haben wir es geschafft. Das waren alle Mysterien Damn. des Videospiel-Mysterien-Eisberges. Ich hoffe, so sehr euch hat dieses Video gefallen. Videospielmythen waren das Format quasi, das mir geholfen hat, irgendwie erfolgreich auf YouTube zu werden. Die Videospielmythen waren mein erstes Format, das gut lief und das Zuschauer brachte, wodurch Leute meinen Kanal entdeckten. Ich habe den Videospielmythen sehr viel zu verdanken und deswegen wollte ich, auch wenn ich das ganze Thema eigentlich an Akta gelegt habe, einmal dieses Video machen. Als Dankeschön, als Dankeschön auch an euch, die schon so lange dabei sind, Amen. um einfach nochmal dieses Videoprojekt zu würdigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn es gefallen hat, gebt <laughs> gerne ein Like oder schreibt einen Kommentar. Ja, habe ich schon geliked? Habe ich schon einen Kommentar geschrieben? Nee, habe ich noch nicht, aber äh, werde ich natürlich gleich nachholen. Na, geiles Video. Also, for real, Creep-Pasta-Lunch-Videos oder Eisberge sind eine sehr entspannende Sache. Und es hat mich gefreut, dass ihr auf dem. Also, es war Real Talk heftig, wie viele Leute die ganze Zeit am Start waren. Wir sind über 700 Zuschauer. Das habe ich sehr, sehr, sehr selten. Also, legit, freut mich. Freut mich. Und ich hoffe, ihr habt das Video genossen. Gebt gerne ein Like, gebt gerne äh, einen Sub, gebt gerne. Ein, ein, ein Videospiel, na, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns.